Halo Reach für den PC. Endlich, es ist da. Und wir haben die zwei größten Rocket Beans Halo-Fans hier versammelt. Fans kommt hin. Es ist wirklich, wir haben eben gerade schon so miteinander geredet. Und der da und der Trailer, ne? Und wie geil sie das da gemacht haben. Also wir sind wirklich extreme Fans. Gleich werden wir ein bisschen Koop den Singleplayer-Modus anspielen. Ja. Und euch alles erklären, was es zu wissen gibt über das Halo-Universum. Und auch Dinge, die wir vielleicht verpasst haben, ihr könnt sie uns dann erzählen. Das alles startet jetzt. Heute ist auch großer Wirtag. Du warst eben schon auf dem Sender zu sehen, du bist. Zack, bist du hier, du arbeitest. Fliegender Wechsel. Einiges weg. Das passt ganz gut, weil jetzt sehen wir gleich ein Video, was auch gut als, ja, für Rocket Beans so, als, so sollten wir die Leute, wenn sie hier anfangen zu arbeiten, so sollten wir die eigentlich behandeln. Wir sollten die einmal richtig durchschleifen. Wir gucken uns jetzt nämlich den Halo Reach Extended Birth of a Spartan Trailer an. Ich mache ihn mal an. Ich habe schon ein bisschen vorgespult, weil der doch schon sehr lange geht. Und man muss sich vorstellen, das ist, glaube ich, 8 oder 9 Jahre her. Dass ja, der 2009 ist erschienen. 2009, oder? Nee, war es 2010. Ich kann mich erinnern, da habe ich angefangen zu studieren. Ja. Und da ist er gerade erschienen. Und da sieht man nämlich zum ersten Mal so richtig für einen längeren Zeitraum, wie diese Spartans eigentlich ausgebildet werden. Weil das sind ja dann doch halt eh die Besten der Besten der Besten der Besten. Ey, ich muss sagen, die werden dann ja auch noch so manipuliert, ne? Genau, das finde ich halt so ein bisschen enttäuschend bei der Transformation, weil der kriegt gleich nur ein paar Spritzen rein und ja, dann ist das super krass. Aber wenn eigentlich du halt die mit der Lore ein bisschen genau auskennst, ist ja halt so, die brechen erstmal all deine Knochen. Genau. Und dann lassen sie die nochmal zusammenwachsen, damit du 2,30 Meter groß bist. Das ist es, eigentlich wird man ganz anders behandelt in der Lore, wenn man sich zum Spartan hier dritte Klasse, bla bla. Sie machen sie halt nicht mehr so wie früher. Ja, genau. So ist es halt, ne? Stimmt. Guck dir den Jungspund an, den Millennial. Der kriegt nur noch hier so ein paar Spritzen fertig. Ja, wir brauchen den Boomer, den Master Chief. Okay, Boomer. Ja, weißt du, wir haben früher noch, uns wurden noch die Knochen gebrochen. Ja. Das sind ja auch die kleinen Spartans, denn die sind ja vergleichsweise zum Master Chief ja noch klein. Das ist wahr. Und warum sind wir so anfixiert an dieses Spiel und die Lore generell? Halo ist halt wirklich eine tolle Geschichte, eine epische Geschichte. Und der Master Chief ist immer so dieses große Fragezeichen im Anzug. Man versteht nie so ganz, außer man liest sich eben ein, was ist der, was kann der, wie stark ist der wirklich? Und er wirkt natürlich dann halt schon übermächtig im Spiel, aber eben doch noch sterblich. Und für mich war es so, als dann Reach rauskam, war ja die Trilogie durch und das war so ein bisschen ODST und andere Sachen waren auch durch und ich habe wirklich, da fing es wieder an, endlich. Das da fing jetzt die ganze Reihe nochmal neu an. Das war auch der letzte Teil von Bungie, bevor sie dann Destiny entwickelt haben. Genau. War meiner Ansicht nach nicht so gut, dass sie dann Destiny entwickelt haben, weil ich Destiny nicht spiele. Dito. Ich hätte gerne mehr von Bungie gesehen. Aber 343 hat sie auch nicht falsch gemacht. Also Teil 4 fand ich zum Beispiel auch. Da muss man sagen, stimmt, es ist schon viel passiert. Gutes und Schlechtes. Das ist auf jeden Fall der Trailer gewesen. Damals ging es richtig ab. Nach dem Release. Und jetzt 9 Jahre später, ich lebe dasselbe nochmal, ich durchlebe das nochmal. Diese Euphorie, mal wieder Halo spielen zu können. Weil jetzt auch jeder heute spielt. Heute sind sie irgendwie alle dabei, heute Abend. Ne? Weil das heute um 5 oder so rausgekommen ist, um 7 sind die Server online worden. Gegangen. Ja, aber ab 5 hieß es schon im Chat, jetzt kann man runterladen, jetzt kann man irgendwie, ladet schon mal runter. Also ich konnte, der Preload hat bei mir ja nicht vorher funktioniert. Also ich habe das Ding ja schon. Ich hab's ja nur im Chat, dann hat der Chat mich getrollt. Aber ich saß auf jeden Fall schon sein, so auf heißen Kohlen. Wir spielen es ja auf Steam. Ah, das ist es. Es kann ja auch sein, dass es hier über den Microsoft Store ja schon um 17 Uhr vorhanden ist. Das ist übrigens auch interessant. Und der ist auch im Game Pass. Genau, man braucht auch einen Xbox Live Account. Ja. Also manche PC-Spiele, Microsoft Account. Viele haben den ja dann schon durch die Konsole oder durch ihren PC. Moment, so, wir starten uns jetzt erstmal. Du kannst mich da oben erstmal einladen. Lade ich erstmal ein. Ihr könnt ruhig schon mal auf meinen Rechner schalten, während ich jetzt hier Freunde einlade. Ja, Freunde ist natürlich jetzt weit gefächert. Ne? nein, im Ernst, jeder, der mit mir Halo spielt, ist automatisch mein Freund. Oh, schön. Und ich erinnere mich an viele Momente, ich mache mal Kampagne. Genau, und hier werden später dann die ganzen neuen Spiele erscheinen. Ist es wahr, dass Halo Reach jetzt nur 10 Euro kostet? Das kann ich genau, mir kaum vorstellen. Genau, wenn du es einzeln kaufst, kostet es 10 Euro. Und wenn du im Master Chief Collection kaufst, kostet es, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber die ganzen Spiele jetzt, wie du siehst, die kommen alle noch. Die kommen alle noch. Ich finde es schade, dass da kein Halo Wars dabei ist. Aber es gibt's ja schon. Aber es gehört eigentlich auch in so eine. 5 ist komischerweise auch nicht dabei. Ja, das ist noch zu neu. Da ist noch zu viel Geld. Da steckt, das wird noch zu gut verkauft, gehe ich von aus. Naja, soll ich starten? Du bist drin? Starte. Okay. Schnellstart. Verpassen wir dann irgendwas? Nö. Nee. Ich habe Angst, dass wir irgendein Intro oder so verpassen. So, die wichtigste Frage. Ich habe früher, als ich noch getrunken habe, bin ich immer mit dem Buddy abends besoffen aus der Disse nach Hause. Und dann haben wir schön auf Legendär, haben wir zu zweit auf dem Splitscreen Halo gespielt. Halo Gott, war das noch, geil. Halo 1, 2 und 3 sogar. Es war Hammer. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei Heldenhaft. Ja. Okay, es geht los.
Ich find's gut, dass du nur sagst, dass ich großer Halo-Fan bin, weil das stimmt halt auch, weil Halo Pro ganz weit davon entfernt. Ich bin auch kein Pro, ich bin aber nur Fan. Zum Beispiel die Kampagne habe ich sehr oft gespielt, aber den Multiplayer eher weniger. Also ich habe sehr viele Sessions mit Freunden, aber das heißt ja nicht nur, weil man in seiner lokalen Runde ganz gut war, ist man ja kein Pro. Das habe ich dann gemerkt. Ich habe es nie online gespielt. Ja, mach's nicht. Die Leute sind saugut. Ja. Das ist wie Call of Duty. Es sind Leute, die spielen das schon so lang. Ja, ja, oder Street Fighter und Kampfspiele. Ja. Jetzt kommt natürlich das Intro und alles. Wir lassen das mal laufen, auch wenn ihr es vielleicht schon kennt. Mancher hat es ja vielleicht noch nicht gesehen und sind jetzt mal ruhig. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass einer von denen landet. Ich sehe die immer nur abstürzen, die Pelikanen. Ich habe noch nie einen landen sehen. Gestern um 2600. Oh nein, es ist deutsch. Ist Kontakt zum Wiesegrad-Relais abgebrochen. Ja, ist egal. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble Teams. Kate ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Und da fliegen sie los. Wir haben leider, oder einer von uns hat V-Sync. Ich glaube, V-Sync habe ich aus, aber mache ich gleich mal an. Ich glaube, ich habe es aber auch aus. Also wow, wir haben beide schon Achievements, obwohl du noch nichts gemacht hast. Sie haben einen Button gedrückt. Gut für Sie. Das ist bei den Simpsons-Spiel, war es auch so. Starte das Spiel, Achievement unlocked. Kilometer von Wiesegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Aber die deutsche Synchro ist gar nicht schlecht, nur merke ich gerade. Das ist okay. Gut eigentlich. Aber ich habe natürlich, ich erinnere die andere. Ihr habt's gehört. Die mit Elton? Funkloch bestätigt. Nee, die vergesse ich. Ach, ich bin jetzt schon einsam. Elton war nicht das Problem. Ich meine, der hat ja auch nicht so viel gesprochen. Er hat nur einen Satz gehabt, ne? Das meine ich, das also, ich glaube, seine Rüstung ist versteift. Ich sollte diesen Satz sagen. Ich hätte den sagen sollen. Aber nein. Warum?
Nein, also ich glaube, dass die hatten mal irgendwie angefragt und aber letztendlich haben sie sich dann umentschieden für jemand anderen. für fucking Elton. Okay, ich stell mal kurz Faustsingle an. Das war ja damals die Game One Zeit, ne, wo eben auch sowas durchaus noch drin war. Da kannte man uns noch. Wir waren doch mal Stars. Okay, so. Ich stell auch Faustsingle an. Graphic. Ich habe auch schon an. Trotzdem zerreißt es bei mir das Bild manchmal in den Zwischensequenzen. Man kann übrigens kurz mal zeigen, müsst ihr nicht direkt sehen, aber man kann bei Grafik nicht viel umstellen. Man kann hier Grafikqualität auf verbessert stellen oder auf Original. Mhm. Das ist mehr oder weniger alles. Okay, Noble Team, auswärmen. Ihr rückt nach und passt auf. Es ist natürlich ungewohnt, jetzt ein älteres Halo wieder zu spielen, weil so die typische Kümmer- und Kornhaltung, die gibt's ja nicht. Einige Gewehre haben halt noch ein Visier, aber die meiste Zeit läufst du ja eigentlich so, schießt aus der Hüfte raus mit dem Sturmgewehr. Und Sprinten ist auch nicht drin. Als sie damals Halo 1 umgesetzt hatten, habe ich schon gemerkt, gerade beim Multiplayer habe ich damals gegen Ede gespielt und dachte, ich bin mega gut, weil ich so krass konnte. Aber Ede hatte natürlich dann die Vorteile der Maus-Erfahrung, weil er viel Shooter zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Und dann wurde es richtig knapp. Und ich habe richtig Panik bekommen. Ich dachte, fuck, der macht mich jetzt alle. Insofern ist es noch echt nochmal ein Unterschied. Aber es geht. Ich finde, die Umsetzung hier ist deutlich besser, als ich es von Halo 1 PC erinnere. Ja, Halo 1, mein allererstes Halo ist tatsächlich auch das auf dem PC. Und da war die Steuerung auch total am Murks. Da war rechte Maustaste Granate werfen und ich dachte so, Y ist Zoom, was zum Teufel geht hier ab mit dem Spiel? Ja, man konnte es, glaube ich, auch nicht umstellen. Das war von vorne bis hinten ganz schäbig. So, was ist der Plot von Halo? Das können wir jetzt nicht hier so erklären. Es geht um Krieg. So viel kann man sagen. Krieg gegen Aliens. Religiöse Fanatiker als Aliens. Genau, und im Moment geht es halt nur darum, dass wir gegen Rebellen kämpfen. Genau, das ist so ein bisschen. Und Reach ist ein sehr wichtiger Planet in der Lore von Halo, auch weil hier sehr viele von diesen Spartans den Tod gefunden haben. Und warum und weshalb wird man jetzt hier erfahren? Ja, das ist halt, soll man sagen. Das fand ich schön, dass endlich Tiere überall mal zu sehen waren, weil wenn du noch dich erinnerst, das erste Halo war ja eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel für den Mac. Mit Dinosauriern, ne? Da gab es noch so prähistorische Tiere und der Planet war noch ein bisschen unberührt und diese Elite-Söldner waren so mehr oder weniger die Hauptgegnerart. Und das ist ja alles viel größer geworden, als Microsoft dann irgendwann alles gekauft hat. Und dann wurde natürlich auch ein Ego-Shooter draus. Aber dass hier jetzt ein paar Tiere eingeführt wurden wieder, fand ich damals super. Die finde ich immer noch gut. Geh ins Haus, aber leise. Ich bin direkt hinter dir. Noble 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. Wie nimmst du das? Bewegung! Auf die Knie! Das ist natürlich auch nicht so geil, ne, mit so einer Rüstung die Leute zu bedrohen, oder? Die Rüstung ist nicht das Problem, guck dir sein Gewehr an. Meine nicht alles. Man guckt sich die Größenverhältnisse an, die sind immer 2 Meter groß. Es sind halt wirklich nur die Größten, Stärksten, Besten und die wurden ja als Kinder schon sozusagen indoktriniert und umgebaut und bearbeitet und nur ganz wenige haben es überhaupt überlebt. Die mit dem meisten Glück. Ja. Das ist wahr, ne? Das wird gerne vergessen. Es geht wirklich um Glück. Das war ja bei John so. Ja. Bei er hat am meisten Glück. Das ist, sagt selbst Cortana. Das war ein scheiß Münzwurf. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Lore. So. Okay, Leute, die jetzt keine Ahnung von Halo haben, denken, das ist ein bisschen verrückt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen runtergebrochen auf Quatsch, aber es hat auch es hat einen wahren Kern. So. Es gab ja halt diese Halo-Kurzfilme. Die haben auf jeden Fall kein Glück. Also alle, die hier auf Reach waren, haben kein Glück. Ja. Was meinst du? Es gab ja diese Halo-Kurzfilme. Hast du die gesehen? Die CG und Anime. Es gab ja halt so eine ganze DVD. Ich habe Halo Legends. Ich habe sie leider nicht. Ach so, doch, die Legends-Filme habe ich, glaube ich, auch alle gesehen. Ja. Das waren so mehrere Kurzfilme, so wie damals Animatrix. Und die erzählen ja sehr viel über die Lore und die Abenteuer des Master Chiefs und generell, was mit Reach los ist und so und den Spartans. Ja, es ist heute alles. Sieht schlimm aus. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen ruhiger sein. Die reden sehr viel, aber ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Die quatschen die ganze Zeit. Guck mal, die Tonne geht hier durch. Regung, auf Bewegungsmelder achten. Was war das denn? Damals war das sehr atmosphärisch. Regen. Negativ, nichts auf dem Wärmebild. Ich finde, man sieht hier ganz gut, wie weit wir mittlerweile gekommen sind als
in der Spielewelt, so mit Grafiken und allem und dem ganzen Luxus, den wir haben. Das hier war damals auch schon cool. Mhm. Das war damals so das Beste. Eines der Besten. Okay. Boss, Bewegung vor Ihrem Gebäude. Nach Westen vorrücken, Nobel 2. Oh, verflucht, Allianz! Angriff! Jetzt geht's los. Wo kommen die denn? Ach, da. Da draußen sind sie. Sie wollen in den Keller. Da sind die schon drin. Ja, die Spielmechanik damals, seit dem ersten Halo, nahezu unverändert, aber echt immer noch revolutionär. Nämlich, dass man das Schild hat. Ich war zu weit weg und habe mich dann zu dir geportet. Oh, ja. Okay. Ich bin jetzt nicht runtergegangen, vielleicht liegt es daran. Ich wollte von hier oben erstmal weiterballern. Ach ja, stimmt. Das hier, Okay, was ist eine Granate? Hier war es ja wieder eine Mischung aus Health Packs und Rüstung. Oh, Schild meine ich. Ja, aber die Idee, dass man eben ein Schild hat, das immer wieder aufgeladen wird, das hat sich dann ja selbst bis Call of Duty und so durchgesetzt, was ja erst jetzt wieder so ein bisschen manchmal zurückgenommen wird, wieder ein bisschen. Ja. Zuletzt, glaube ich, bei Battlefield 1. Okay, so. Ich glaube, ich muss mal mehr zu dir. Die Entfernung bringt das mir halt echt gar nichts. Ach, und die ganzen, diese kleinen Äffchen-Aliens, die allen... Die kleinen Grunts. Ja, die alle eigentlich doof finden, aber ich fand die immer super. Die sind die einzigen eben auch, die eine verständliche Sprache sprechen, so im Kampf. die halt immer die ganze Zeit so, da kommt er, Und man selbst ist ja der Dämon. Ja, genau, da kommen immer die großen Elite oder hier die affenmäßigen Typen oder so, der Dämon ist tot! Ja. Das ist eigentlich das Geilste, dass die richtig Angst haben, dass die am Lagerfeuer Geschichten über dich erzählen. Schauergeschichten. Oh, da kommen sie. Ah, und dann immer diese Landungen. Ich weiß noch, als mir damals Halo 1 zum ersten Mal in der Vorabversion gezeigt wurde, da haben die auch gezeigt, okay, hier ist so diese Arena und dann kam dieses Schiff und landete und spuckte die Feinde aus. Ich meine, wie geil ist das? Das gab's halt wirklich überhaupt nicht. Ah, man ist immer geneigt, so weit nach vorne zu laufen, aber das ist hier eigentlich falsch auf dem Schwierigkeitsgrad. Aber falls jetzt einige fragen, was Halo eigentlich ist, Halo ist eigentlich ein Ringplanet, der zeitgleich auch eine Massenvernichtungswaffe ist, das komplette Universum zu zerstören. Das ist das Problem damit. Du kannst ihn nur aktivieren, um diese eine Seuche auszurotten, die Flut, die eben schon mal sozusagen einen Reset bedingt hat. Mhm. Und das ist mehr oder weniger eigentlich, dass quasi die erste Trilogie in 2-3 Sätzen erzählt, weil man das natürlich alles erst nach und nach sich so storytechnisch erarbeitet. Und die Aber es ist eine geile hier, Idee. Und die Aliens hier denken, das wäre halt so eine religiöse Sache, die müssen halt Halo aktivieren, um in ihren Art Himmel oder Nirvana denken, zu kommen. Das ist quasi die, damit kommen sie den Göttern näher, das ist die Erlösung, das ist so das Armageddon. Und damit haben sie ja nicht ganz Unrecht, wenn man das mal so sieht. Also sie lesen, sie sehen dasselbe, sie interpretieren es nur anders. Für sie ist das eben ein Restart oder so, ne? Oder eben das der Übergang in ein anderes Leben. Also sehr, sehr spannend gemacht, finde ich. Auch wie die religiösen Kasten untereinander funktionieren. Da gibt es ja auch Aliens, die sind deutlich mehr wert als andere. Die hier sind, wie gesagt, die Grunts. Die vermehren sich anscheinend sehr schnell, weshalb deren Leben auch nicht so wertvoll ist und die überall zu finden sind. Ja, aber vor allem, die haben hinten diesen Koffer auf dem Rücken. Hau Steine vor die Koffer! Dieser Koffer ist eigentlich deren Überlebensapparat. Shit, so, ich muss woanders hin. Das ist deren Sauerstofftank. Ich hab mich verlaufen, leider. Bin tot. Ah, da bist du wieder. Ja, das ist das Tolle am Koop, finde ich. Auch hier damals gut gelöst, dass wenn der eine in Sicherheit bleibt, kann man sich relativ gut vorarbeiten von Checkpoint zu Checkpoint. Holy ich muss aber sagen, ich benutze hier deutlich weniger die Granaten, als wenn ich mit dem Controller spiele oder an der Konsole. Ja, das ist irgendwie einfach auch mit dem Nahkampf so. Ein anderes Gefühl. Ja, jetzt hat er mich. Mit so einer Klebegranate. Du willst eigentlich, das Halo-Gefühl ist, du willst hinrennen, ihm eine dotzen und beim Zurückgehen vielleicht noch eine Granate drauf. So. Zumindest geht's mir so. Du willst in den Nahkampf. Man merkt schon, das ist ein bisschen altbacken, das Spiel, weil ich finde, ich habe nicht so ein richtiges Trefferfeedback. Nee. Also die ganzen Kugeln kommen an, aber da ist keine Wucht hinter. Das liegt aber auch daran, dass gerade am Anfang haben die ja noch Schilde.
Und du schießt am Anfang, spratzt du ja nur die Schilde weg. Ja, aber auch gegen die Grunts ist halt so, die kriegen die Kugeln ab, aber die bewegen sich halt nicht dazu. Oder, das, du hast völlig recht. Die Kugeln reflektieren nicht. Es ist halt so, als würde man nicht treffen. Und Reduktion auf 2 Waffen ist auch seit Halo, also bei Halo 1, Halo 1, ich sag nicht erfunden worden, ist nicht etabliert. Nicht erfunden, aber etabliert und als ein geiles Feature. Davor waren Doom und andere Sachen, wo du 12 Waffen rumschleppst, wo du einfach alles hattest. Exakt, also ist auch okay. Aber das hier war eben die Kunst der Reduktion. Ja, stimmt. So. Und du hattest, ey, steig ein. Willst du nicht hinten drauf? Ich bin doch schon. Nee, ist egal. Ich bin. Nein, komm, schieb den Typen noch unter hier. Nee, ist doch egal. Ich kann doch auch ballern von hier aus. Ja, bist doch viel geiler mit der großen Waffe, Alter. Das ist Was seine. Ist denn mit dir los? Das Ach, das ist seine. Ich dachte, die wäre draufgeschraubt. Nein. So, man kann die überfahren, aber das mache ich nicht. Also, die Feinde natürlich schon, aber nicht die. Was sind das, die Pelikane? Das Spiel hatte. Halo 1 hatte eigentlich sehr viel etabliert, was jetzt heute Standard ist in Ego-Shootern. Zum Beispiel auch die Schlagtaste. Ja, weil vorher war es ja immer so, du hast mit 1 ein Messer rausgezogen und musstest dann immer noch zur Nahkampfwaffe wechseln. Allein und hier ist es halt, du kannst direkt zuschlagen. Dieses schnelle Punchen. Mach den mal alle. Hier, toter Winkel. Toter Winkel, ich schieb ihn doch gerade zu dir. Okay, dieses Punchen hat einfach das Kämpfen in einem Ego-Shooter revolutioniert. Das kann man nicht anders sagen. Ja, oder genau wie die Granaten. Du hattest immer wieder so 30 Seconds of Fun. So, es hat immer wieder neu Bock gemacht. Fahr da hoch jetzt! Genau, bei Granaten ist es genauso, dass du eine extra Taste für Granaten hast. Weil vorher war es halt auch so, du musstest Granaten auswählen und dann werfen. Und das hat Halo dann durch eine Taste ersetzt, was eigentlich recht simpel ist. Ja, und das hat, also abgesehen von der Jeep-Steuerung, die sie bis heute, haben sie es nicht hingekriegt, den richtig gut steuern zu lassen, haben sie da echt vieles verbessert, was bis dahin eben nicht so gut war. Ja, wir haben es ja auch jetzt. So, was sagt denn der Chat? Da wird drüber gestritten, ob es Call of Duty war oder was anderes. Ja, dazu muss man sagen, es gab natürlich die PC-Ego-Shooter-Fraktion, die ganz anders drauf war als die Konsolen-Fraktion. Ach, Call of Duty kam erst 2003 raus. Erstens dann das hätte ich jetzt gar nicht so genau gewusst, aber krass, dann war es ja wirklich Halo. Halo war aber auch, es gab sicherlich vorher, also es gab sicher ganz viel Kram, der vorher schon war, aber es geht ja darum, wer hat es populär gemacht, wer hat es durchgesetzt und das war Halo. Lasst uns doch wenigstens das, liebe PC-Spieler. Lasst uns Halo und die Granaten und das Punchen. Bam! Das ist so ein saftiger Schlag in die Fresse. Leider ist der Sound hier irgendwie ein bisschen dünn. Ja. Also komischerweise sind die Geräusche nicht so saftig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ja, und der Needler, auch ganz cool, dass du eine einfach tolle Waffe, die ganze Zeit drauf drückst, die Pfeile dann den Gegner hinterherlaufen und dann irgendwann zerspringen. Eine Frage nur an die Regie. Ah, okay, man kann nicht sehen. Ich wollte nur wissen, ob man das kurz zeigen kann. Ich kann jetzt natürlich nicht schießen, aber er kennt die Waffe auch. Das Tolle ist, dass sie eben ab einer gewissen Munitionsmenge den Körper in die Luft jagt. Moment. Apropos, wo müssen wir hin? Hier runter? Was man auch gerne vergisst, Leute sagen immer, Halo ist so, wie heißt es, so langsam. Die besitzen einen riesigen, schweren Panzer um sie herum. Und der würde sie töten, wenn sie nicht so krass ausgebildet wären. Stimmt, und kann kein normaler Mensch tragen. Genau, deswegen allein, dass sie überhaupt sich bewegen können, ist schon ein kleines Wunder. Insofern, die Geschwindigkeiten, die sie haben, das Rennen, das war neu für Reach. Stimmt. Weil sich alle beschwert hatten. Und aber es war ein extra, wie soll ich sagen, Perk. Genau. Ne? Das musstest du ja extra auswählen, weil nachher werden wir auch sehen, wir haben da noch so Armor Breaker und so. Die ganzen Fähigkeiten, die dazu kamen. Stimmt. Oder diese Schildbubble. Oh, ich liebe die Schildbubble. Das Blasenschild. Okay, wir müssen irgendwas machen. Wir haben nicht aufgepasst. Wir haben irgendwas übersehen. Wie kann das denn passieren? Bei uns? Ach, wir müssen einfach nur weiterfahren. Willst du mal fahren? Wir müssen einfach nur weiterfahren. Ja, ich denke schon. Fahr ich aber weiter. Komm, Miguel. Oder nee, George ist es. George? So, los geht's. Der ist richtig hier. Was ja auch für einen Rucksack auf hat. Ist bestimmt nur Munition drin. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Und ich muss sagen, wir werden ja noch, also sobald die anderen Teile rauskommen, auch noch darüber reden. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Aber sie haben auch, finde ich, gerne mal Experimente gemacht, Bungie, wie zum Beispiel ODST, wo sie ja das ganze Setting komplett umgekrempelt haben, was nicht so gut funktioniert hat. Aber sie haben, damals hat man es noch versucht mit Experimenten. Das wird sich heute keiner trauen. Und du hast Nathan Fillion gehabt. Ja, eigentlich ein sicherer Gewinn, ne? Hat trotzdem nicht so ganz funktioniert alles. Ich war gestern sehr überrascht, als ich dann eine Halo 5 eingeworfen habe oder so. Moment, war ja nicht ein Halo ODST dabei? Er ist ja mittlerweile ein Spartan.
Das ist ja lustig. Naja gut, er hat sich auch gesagt, ey Leute, kann ich nicht mal hier... Gib mir mal die Spartan-OP. Ja. Ach, apropos OP. Die Pistole, ne? Die war ja in Halo 1 im Multiplayer noch so mega krass, dass irgendwann alle nur noch mit Pistole rumgerannt sind. Ja, das weiß ich noch. Das ist da gab es ja auch noch keine Patches in dem Sinne, sondern es war halt, what you see is what you get. Aber hier wurde es jetzt alles ein bisschen genervt. Ich weiß halt, die PC-Version von Halo 2 war so Windows Vista Exclusive. Du konntest es nur spielen, wenn du Windows Vista installiert hattest, glaube ich. Ja. Ja, Microsoft. Ich versuche es einfach. Wurden von Allianz-Truppen angegriffen. Die Allianz ist auf Reach. Wiederhole, die Allianz ist auf Reach. Die Soldaten. Los geht's, Sex. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Niemand wird zurückgelassen. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Ja. Genau, und jetzt habt ihr gerade erfahren, dass die Allianz auf Reach ist. Also die Bedrohung, die Aliens, sind schon etwas länger bekannt. Ich glaube, in Halo 1 entdeckt man sie zum ersten Mal als Mensch. Und das Ziel ist es, dass die Allianz die Erde nie findet. Genau, darum geht's. Deswegen gibt's die... schick mal den Typen da raus. Nein, nicht den anderen Deppen. Den Blauen. Was will der denn hier? Du kannst schön laufen, du Trottel. Ja. Komm, KI-Lappen, ey. So. Nachdem ich jetzt hier meinen Kollegen beleidigt habe, wo geht's denn jetzt hin? Ja, das Schöne finde ich, es gibt dieses Protokoll, wonach man, sobald man in einen aussichtslosen Kampf mit dem Feind kommt, dass man das eigene Schiff eben nicht mehr zur Erde schicken darf und vor allen Dingen auch zerstören muss. Also genau, quasi, und der Captain, da muss, glaube ich, er hat ja irgendwie das Protokoll oder so. Genau. Der muss ja dann irgendwie mit dem Schiff fallen. Und das ist so toll, weil das ist so smart gemacht, weil natürlich, die dürfen die Erde nicht. Die denken nämlich, unter der Erde, also in der Erde, ist ein Halo-Ring. Ist einer von diesen Halo-Ringen vergraben, was auch am Ende stimmt. Und deswegen wollen die unbedingt die Erde haben, weil das quasi so die Arche ist, die das Ganze dann startet. Und das ist mega cool gemacht alles irgendwie für einen Ego-Shooter. Ja, das war eigentlich schon sehr cool bei Halo mit der Story, alles, was drumherum war. Aber man hat nicht immer alles verstanden. Also man musste halt auch sehr viele Protokolle lesen, man musste halt irgendwie die Romane lesen oder die Comics genau, es gab sehr viel. Es war ein Expanded Universe, was wirklich auch genug geboten hat. Was ich nie verstehen werde ist, und das muss man ja wirklich mal raffen, Microsoft hatte die Chance mit Neil Blomkamp und Peter Jackson den Halo-Film zu machen, als Halo auf dem absoluten Höhepunkt war. Ja. Und sie haben es verkackt. Das ist so unfassbar für mich. Naja, dafür haben sie District 9 bekommen. Ja, das ist das Gute daran. Aber wie geil wäre denn mal ein kulturell hochwertiger Halo-Film gewesen? Stimmt, es gab immer diesen Prototyp-Film von Neil Blomkamp, oder? Wo sie dann... ja, das war halt auch nur so. Da hat er quasi ein, zwei Tage mal Zeit gekriegt, um irgendwo so einen Dummy zu drehen. Ja, der war echt cool. Aber ich meine, ich habe von dem Film hätte ich mehr erwartet noch. Ja. Aber, ey... Aber arbeitet Steven Spielberg nicht an der Serie? Wurde es nicht vor ein paar Jahren angekündigt auf der E3? Ach, sicher machen sie es irgendwann, aber... Das ist dann nicht mehr Halo. Das wird dann mit dem ganzen neuartigen Halo-Kram alles verwurstet und so. Damals die Original-Halo-Geschichte. Nicht dein Halo. Das ist Halo. Eine richtig gute Trilogie. Ja, aber es ist eine richtig gute Story einfach für einen Film. Wirklich, oder für drei Filme. Naja, was rege ich mich auf? Wer soll dann den Master Chief spielen? Das ist doch egal. Das ist ja das Schöne daran. Ist völlig egal, weil wer spielt den Mandalorian? Nobody fucking knows. Doch. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, weil ich die natürlich nicht geguckt habe. Deswegen habe keine Ahnung. Aber es wurde auch schon gesagt, wer da ihn spielt. Das ist hier... Ah, wie hieß er nochmal? Aus Game of Thrones. Der Typ, dem die Augen ausgedrückt hat. Der Mountain? Nee, dem Typen, dem er die Augen ausgedrückt hat. Ah, naja, an den erinnert man sich ja sehr. Man erinnert sich ja immer nur an den Ausdrücker und nicht an den Ausgedrückten. Achso, okay. So. Das Gute ist, in Mandalorian trägt er immer einen Helm. Das wäre geil, der Chat sagt Uwe Boll. Das wäre mal. Uwe Boll. Vorhin haben wir Bollflix uns angeguckt, ob es das noch gibt. Aber nee. Ja, doch, vielleicht doch. Nee, nee. Nein, du hast du den findest Link gefunden. Auf Google, aber es ist nicht das erste, was du herausbekommst. Bollflix ist der erste Link. Der erste Link, das ist irgendwie. Ja, irgendwo ganz weit unten. Bei seinem eigenen Projekt. Ach ja. Es wäre so, als würden wir Rocket Beans nicht sofort finden. Das finden wir doch hoffentlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht so ist manchmal. Das ist natürlich heute nicht mehr beeindruckend, aber damals war das so, boah, Weite, Skyboxen. Ich kann da hingehen? Nein. Ich fand das Spannende halt,
Du weißt, was mit dem Planeten passiert. Wie machen sie jetzt die Geschichte draus? Weißt du, was ich immer geil finde? Das Wort verglasen. Ja, sie haben ja immer, das muss so heiß sein, dass aus Erde Glas wird. Ey, das ist so ein geiles, das sagt so viel aus und klingt irgendwie so, ne, das klingt so okay. Verkehrt. Als, ja, Hammer. Und das Schöne ist wirklich, es hat ein wundervolles Ende. Ich feiere das Ende von Reach so sehr. Ich weiß halt, damals haben die Entwickler gesagt, die vergleichen Reach gern mit Titanic. Weil du weißt, was mit der Titanic passiert. Ja. Aber jetzt geht es darum, eine Geschichte rum zu erzählen, die spannend ist. Apropos, hier haben wir zum ersten Mal einen Perk. Wenn wir kurz zu mir schalten, sehen wir es. Und zwar ist das Sprint-Perk, was ich gerade eben abgegeben, also was ich hatte. Und das tausche ich jetzt aus gegen den Panzerungsschild. Der hat den Vorteil, man sieht es hier, dass ich quasi nicht verletzt werden kann, aber ich kann mich auch nicht bewegen. Aber wenn so ein Ghost auf dich zugeflogen kommt oder so. Und ne? Du deaktivierst die Schilde von feindlichen Gegnern, wenn die in die Nähe kommen. Das ist halt der Armor-Breaker. Das wusste ich nicht. Shit. Ja, fuck. Das Dumme ist, ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, schnell aus der Versenkung quasi zu rennen. Ach. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Das ist ja furchtbar. So lahm ist der also. Ja. Das kann ich nicht haben. Moment, wo sind die Granaten? Oh Mann, ich spiele gerade so wurstig. Ja, gar nicht gut. Ey, jetzt schaltet er natürlich auf mich. Oh shit. Okay, jetzt, Moment, du musst respawnen, weil, also du musst mir helfen. Nein! Ich bin draufgegangen. Wir sind beide zu weit voneinander entfernt. Wir haben leider beide gerade einen Fehler gemacht. Ich wollte ihn gerade snacken, von hinten hat er sich umgedreht. Oh, jetzt nochmal alles richtig. Weil hier wurden ja zum ersten Mal die Executions eingeführt. Stimmt, die gehen von hinten, ne? Und dann von hinten und dann die Schlagtaste gedrückt halten. Ich muss gerade gucken, welche bei mir ist die Schlagtaste war. Das war Q. Okay. Das Schöne ist auch hier mit diese Schilder-Dudes, dass die... okay, ich bin auch echt, ich spiele auch viel zu aggressiv. Ich vergesse immer, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir hier spielen. Die Schilder-Dudes, dass man die so schön wegnocken kann, dann verlieren sie für einen Moment ihren Schild und du kannst ihnen einen aufbrezeln. Ja. Das ist so geil gemacht. Die haben sich schon überlegt, wie kann man gegen den so kämpfen, dass es Spaß macht. Stimmt, und die haben ja auch eine Hierarchie eingeführt bei den verschiedenen Soldaten. Oh ja, Anführer, wenn du die alle machst, haben die anderen Angst. Und haben Panik und laufen wild herum. Ja. So, das merkt man halt bei den Grunts, wenn der Elite weg ist. Und diese kannst du schön hinterherrennen und immer so einen geben. Also, das ist wirklich toll. Und es gibt ja auch, ich glaube, hier wurden auch die Selbstmordattentäter eingeführt, oder war es bei 3? Die auf einen zugerannt kommen. Was ist denn hier los? Die zurennen und mit Granaten vollgepackt sind. Aber auch die wedeln auch so geil. So. Bin mir nicht sicher, ob es die nicht schon vorher gab, aber auf jeden Fall ist es eine geile Idee. Ja, kann auch schon früher da sein. Oh Mann, da guck mal die Elite an. Ey, wie der sprintet, auf einen zukommt, alles wegschlägt. Das ist schon cool animiert. Ja. Wenn man denkt, es ist vor 9 Jahren. Es ist einfach spektakulär, Leute. Und das hält immer noch aufrecht nach all der Zeit. Es ist jetzt nicht so, als ob es totaler Crap ist oder so und wir uns hier durchkämpfen müssen aus Langeweile. Und es gibt eine Menge Spiele von damals, die, sag ich mal, nicht mehr, ja, die halt nicht so gut gealtert sind. Die nicht mehr dem Hype irgendwie gerecht werden. Ich glaube, also es gibt natürlich auch viele, die es schaffen. Half-Life zum Beispiel ist immer wieder toll, egal wie oft man spielt. Half-Life 2 kannst du immer wieder spielen. Das Einzige, was mich nach dem 100. Mal spielen nervt, sind diese ganzen Physikrätsel. Aber weil, weil irgendwie du kennst sie halt alle und hast sie immer wieder vergessen. Mhm. Ey. Ich muss noch mal fragen, was ist Granate? Das kann doch nicht wahr sein. Wie können die das? Naja, gut. Also ich spiele deutlich anders mit Controller, weil man irgendwie, man hat die Bewegung im Muscle Memory drin, man spielt einfach anders mit Maus und Tastatur. Shit, ey, das Schiff ballert auf einen. Oh shit, okay, Granaten, meine Freunde. Shit, ich bin down. Okay, Moment, dann hau ich mal. Ich glaube, ich bleib bei dem Rennperk. Feind in der Nähe. Oh nein, die sind ja auf beiden Ausgängen. Moment, ich hau ab. Gegen einen allein ist es auch echt schon, ganz schön heftig. Ja, nicht dahin, das ist ein Gegner. Na, aber nee, das sind unsere. Ah, das sind unsere. Weißt du? Und hier bist du sicher. Spiel keine möchte Sorge. Nicht. I got you, Fum. Ah, okay, ich bin drin. Okay. Ach, wir hätten die ganze Zeit hier reingehen müssen. Ach so! Wir sind so dumm. Wir sind einfach wir super labern stark. Einfach viel zu viel. Ja, aber wir sind halt auch. Guck mal, wir sind so gut, dass wir es nicht gemerkt haben, dass wir hier den ganzen Krieg aufhalten. Ja.
Die Leute werden eh meckern, dass wir zu viel geredet haben, aber es muss raus. Die Liebe ist, die steckt in uns. Die muss raus. Ah, guck mal, jetzt haben wir endlich eine Waffe, mit der wir zoomen können. Mit der Pistole ging es vorhin auch, aber. Willst du uns beide umbringen? Ich sehe nichts. Noble 6, Nachtsicht einschalten. Nachtsicht? N wie Nachtsicht? M wie Nachtsicht? B wie Nachtsicht? T wie Nachtsicht? H wie Nachtsicht? V wie Nachtsicht? L wie Licht? Vorsicht. I, O, P, Q. Nee, wir haben keine Lampe. Okay, wir haben keine Nachtsicht. Funktioniert gerade nicht. Jetzt kommen wir, gucken mal nach. Das kann nicht sein. Vielleicht wird die ja gleich aktiviert. Wo steht die Nachtsicht? Wo steht denn das hier? Steuerung. Wo? Warte hoch. Warte mal kurz. Belegung. Belegung, genau. Das ist auch komisch. So. Nachladen, Granate, Aktion. Nachtsicht, ne? Vier. Nachtsicht. Vier. Natürlich. Natürlich, vier wie Nachtsicht. Weil man dann die Night nicht feared. Naja, man nimmt, was man kriegt, man macht, was man kann. Don't fear the night. Don't fear the reaper. Okay, jetzt sind wir mal ruhig. Wo ist der Rest Ihrer Einheit? Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal, nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nehme ich, Sex. Nicht Ihr Bereich. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit Minion dir. Minion innen. Nee. Ist schon gut. Wir tun dir nichts. Sagt er, während er die Waffe in der Hand hält, quetscht. Halt still. Dann lass ich los. Mac, it's Warnack. Statusbericht bitte. Wir werden angegriffen. Feind kommt raus. Geil! Stich die ab, die Sau, Mann! Der ist entkommen. Er bitte Erlaubnis zur Verfolgung. Ja, ihr habt sie entkommen lassen. Eingang 4. 2, kümmere dich um sie. 5 und 6. Die Mucke ist geil, oder? Das sind 2 Sechsen. Doppelsechs. Bitte, bitte. Geil. Willst du machen? Nicht wir sind hier mit euch eingesperrt. Ihr seid mit uns eingesperrt. Warum wurde meine Waffe gewechselt? Ich bin mir nicht sicher, was hier besser ist. Nachtsicht oder keine Nachtsicht. Ja, okay, Nachtsicht ist besser. Das Gute ist, an der Nachtsicht, du weißt dann, ob die Gegner tot sind. Oh. Ah, ich kann mich nie entscheiden. Welche Waffe nehme ich mit? Also der Sound von der Waffe ist schon okay, aber wie du meinst, das ist einfach das Feedback ist ja irgendwie nicht. Wirkt nicht so da. Wuchtig. Also die Treffer, das Gefühl eines Treffers ist irgendwie nicht da. Wir alles auslöschen. Aber sie haben jetzt eine Person entführt, die uns hätte helfen können, wenn ich das so richtig gesehen habe. Vermutlich. Also, aber ich dachte, es war eine Frau und dann war es ein Kerl. Ich hab's nicht ganz gerafft. Nee, es gab ja noch einen anderen Überlebenden. Ja, aber die Frau ist jetzt tot oder ist die jetzt bei uns? Oh nein, der hat ja das scheiß Schwert und ich nur die dämliche Waffe. E halten, um Gabelstapler zu fahren. Danke. Ihr seid der MVP. Oh, 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 shit. Ist wieder da? So. Ja, ne? Ja, ja, ich entschuldige. Wow, was war das? Was war denn das, Alter? Voll. Das war so ein Grunt. Mit seinem Jetpack, kaputten Jetpack oder so. Voll die Energie verloren gerade. Das ist schön, oder? Dieser Killroom hier, wie so die Hürden quasi hoch und runter gehen. Die Hindernisse. Oh, willst du es haben? Das Energieschwert? Ah, nimm du ruhig. Darf ich es haben? Ja, ich nehm's. Wollen wir, bevor wir weitergehen, erstmal kurz in die Werbung gehen?
Oh, um ehrlich zu sein, will ich nicht. Aber ich weiß, wir müssen das machen, damit Rocket Beans reich wird und unsere Mitarbeiter auch dich bezahlen kann. Mir ist das ja egal. Ich würde hier auch umsonst sitzen. Okay, wir machen kurz Pause und dann spielen wir über den Koop-Modus weiter. Jo. Vielleicht stellen wir den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen hoch. Mal gucken. Wir sind zurück hier bei der großen Master Chief Collection und werden gleich weiter Halo Reach spielen. Aber vorher, weil wir so angefixt sind, ne, von dem ganzen Thema, würden wir jetzt gern immer wieder mal nach der Werbung hier und da kleine Videos zeigen, die uns so ein bisschen an Halo erinnern und die uns damals echt viel bedeutet haben, weil auch natürlich all diese Spiele nach und nach irgendwann kommen werden für die Master Chief Collection. Also genau. Könnt ihr euch schon mal da vielleicht für euch so ein bisschen zur Entscheidung, kaufe ich mir den kompletten Batzen oder jetzt nur Reach, kann man ja auch machen, 10 Euro ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal, ja. Und du hast gesagt, dein Lieblings, ich zeig nachher noch meinen, dein Lieblings-Trailer, wenn man so will. Ist sogar einer meiner All-Time-Classics. Ja, er ist gut. Einer der besten. ODST, viel Spaß damit. Den gucken wir uns mal an. So möchte ich übrigens auch beerdigt werden. Mit dieser Musik und so, diesem Chor. Ein Plastiksarg. Ja, am Sarg könnt ihr sparen, aber nicht an der Musik. So ein Dudelsack, ey, da denkt man sofort an Beerdigung. Bisschen. Ah! Ich krieg halt echt Gänsehaut. Ey, Gänsehaut aus dem Blut. Siehst du meine Gänsehaut? Alter. Also Full Metal Jacket. Ja, Mann, in den Dreck und links die ganze Zeit all dieser Mist. Wofür eigentlich? Um dein Leben wegzuwerfen in irgendeinem Krieg? Ja, muss sein, für die Menschheit. Auch ein geiler Schnitt. Ja. Die ODSTs sind ja, also einige Stufen immer noch unter den Spartans, aber halt schon das Geilste, was normale Soldaten so werden können. Ja, also. Oder? Also das sind ja sozusagen die Fallschirmjäger. Ja, genau, das sind Orbital Dropshock Troopers. Die werden da hingerotzt und dann werden die da einfach. Die werden so ein bisschen verschwendet, kann man fast sagen, aber man braucht sie. Ich habe die in Halo Wars sehr, sehr gerne eingesetzt. Das ist natürlich in den USA ist es der Weg zur Schule. Nicht von mir, war aus dem Chat. Props gebe ich weiter, war sehr lustig. Ich fand die Brutes aber immer doof. Ja, die waren halt so große Gorilla, ne? Ah! Das ist jetzt so Terminator-Vibes, ne? Irgendwie. Er hat sich nicht mal eine neue Flagge gekauft. Der neue Greenhorn. Ist auch nicht schlecht gespielt. Also diesen Thousand Yards der und diese Angst im Blick, man sieht's. Ja, ODST. Gott, war das gut. Schöner. Okay. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel. Hier, wir haben eben, weil ihr es wolltet, viel eingestellt. Soundoption so anpassen wie bei mir, ne? Genau. Soundoption erstmal anpassen. Es ist sehr dünn. Der Ton hört sich sehr dünn an. Aber es liegt nicht an uns. Es ist tatsächlich ein Teil des Spiels. Ich wage zu behaupten, dass sie da groß was verschlechtert haben. Ich glaube, es war einfach schon immer so. Und wir merken es nur erst jetzt. Ich nehme mal den Granatwerfer mit. Okay, ich habe das Schwert. Oh Mann. Okay, und dann nehme ich jetzt als. Ja, ich drück den Knopf. Als Langwaffe. Genau. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in 2 Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablenkkomponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine 2 Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Anavam George. Shara,
Schare, Sepp Potterosadnev. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Sobron? Dangari. Ein Freund? Vater. Scheinelom. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lass sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Signal. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Das reicht mir. Am besten nichts anfassen, sonst kommt es zur Entladung. Ich kann Sie kaum hören. Statusbericht, over. Colonel, Noble 1 hier. Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Es geht weiter. Haben wir es denn schon durch? Nein. Wir waren zwar sehr schnell und gut, aber wir fangen gerade erst an, wie ihr lesen könnt. Denn jetzt kommt die Allianz langsam. Jetzt vergeht noch ein bisschen Zeit. Oder ist Zeit vergangen? Die Kriegstrommeln. Hörst du sie? Ich fand ich ein bisschen schade, dass das Halo-Theme nicht gespielt wurde in Reach. Das typische da. Haben sie echt das nicht gemacht? Das ist ja hart. Nee, ne? Weil es vielleicht wollten das Theme vom Master Chief. Ach ja, okay, ne, kommt nicht. Ja. Für mich ist es aber trotzdem das allgemeine Halo-Theme. Ich finde auch. Tut mir leid, das ist das Halo-Theme. Da muss sich der Master Chief halt mal gehackt legen, ey. Das ist doch. Dem ist das doch eh egal. Achtung, Kilo 3-3 und Kilo 3-4. Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Wie cool die Alienschiffe aussehen, oder? Die Schwertbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus! George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Cat 6, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. Okay, verteidigen. Alter, von wo kommt denn das hier? Ah, hier sind die aufstellbaren Schilde. Oh, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn man zum ersten Mal einen Panzer und sowas benutzen darf. Die Vehikel und die ganzen Fahrzeuge, das hat mir so einen Bock gemacht. Aber man kann übrigens zu den ganzen Leuten gehen und kann denen einfach die Waffen, ich sag mal, abnehmen. Also ihnen sagen, ey, gib mal deine Schrotflinte her, und dann machen die das. Gib. Du zum Beispiel, gib du mal, nee, du bist wichtig, du gibst mir das nicht. Du gibst es mal her jetzt. Gib her. So, umso lustiger, wenn du ihnen eine leere Schrottwaffe irgendwie in die Hand gibst. Und sie bedanken sich noch fein. Shit, das war sehr dumm. Ach, keine Munition mehr. Oh, hier ist ein Snipergewehr. Willst du das vielleicht haben? Zu spät. Dann mach du ruhig. Ich will die Bazooka hier von dem Typen haben, den Granatwerfer. Was? Dann lebst du noch? Ich lebe noch. Nee, ich meinte den Typen, den ich gerade in den Kopf geschossen habe. Ah, der war doch hier. Geil, gleich können wir Gabelstapler fahren. Geil. Schöne Ryo Hazuki Hommage. Was? Machst du den gerade alle, ja? Also ich, ist immer das Problem, man weiß nie, was einen erwartet. Soll man die Waffe mitnehmen? Soll man sich eine andere holen? Ja. Ich bleib bei der. Aber die Sniper gebe ich unglaublich ungern weg. Hier.
Ja, Mann, ich mach dir den Weg frei, da kannst du weiterfahren. Lassen Sie den Mann durch! Ey, was macht er? Das ist ja geil. Schieß ihn weg, schieß ihn weg! Nee, ich will das jetzt sehen, das ist doch super. Guck mal, der macht gar nichts. Der macht nichts. Alleine schießt auf mich. Oh, das ist ja lustig. Oh, ich brauche neue Waffen. Es ist so toll gemacht, dass man immer wieder gezwungen wird, die Waffen der Gegner auszuprobieren. Also, wenn man Halo nicht kennt, man kennt danach jede einzelne Waffe und weiß, wo sie gut und schlecht ist. Es gibt Situationen, wo man sich denkt, fuck, jetzt habe ich nur diese kleine scheiß Plasmapistole. Es ist so toll gemacht. Was haben wir hier? Ich meine, woanders sind Waffen echt austauschbar. Ah, die ist gut. Begrenzt, aber wir priorisieren. Das ist die Hammer of Dawn. Shit. Und da brauchen wir vielleicht das Schild. Das wäre gleich nicht verkehrt. Panzerungsschild. Ja. Damit bin ich nicht so happy, aber ich. Ja. Nee, ich will das Panzer. Ich finde das Panzerungsschild nicht gut. Blasenschild ist viel ja, besser. Ja, aber ich glaube, das brauchst du jetzt gleich, weil du den Hammer of Dawn benutzt und die Einschläge dann abwehren kannst. Ach, aber Rennen funktioniert auch. Das ist das Gute daran. Warte. So, was wir jetzt machen ist, den Panzer nicht kaputt machen. Einen habe ich schon kaputt schön gemacht. Ernte. Warum? Einen habe ich. Eine wir Sekunde. Haben zwei. Der Kampf geht eine Sekunde. Wir haben zwei. Ich sehe schon, wie wir gleich keinen Panzer haben. Dann müssen wir wieder zu Fuß gehen. Okay, du willst drauf ankommen lassen. Ich zeig dir jetzt, wie ich einen Panzer kaper. Bam, bam. Erstmal schön. Oh. Nicht draufgehen. Mach es. Ich gebe dir ein bisschen Deckung. Ich mach den Typen oben am Geschützblatt. Der ist weg. Der ist noch da. Nee, jetzt ist er weg. Er hat dich überfahren. Gut, dann mach halt ich's, ne? So! Geh. Nee, du schlägst drauf. Ja. Na, er hat das nicht. Man kann das hier nicht. Das ist wegen Singleplayer. Ich hab's vergessen. Man kann die jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht kapern. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast die falsche Taste gedrückt. Er schlägt ja ein paar Mal rauf und ach, dann ich muss. Okay, ja, mein Fehler, ne? Ich dachte gerade, es geht vielleicht nicht storytechnisch. Ich verstehe. Ist egal. Okay, wir haben keinen Panzer. Das tut mir leid. Ja, doch passiert. Kann man, sagt der Chat, ist bei euch auch jetzt gerade delay-technisch angekommen. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur helfen. Ich wollte Panzer aufmachen. Wie meine Freundin. Wollte ich Panzer aufmachen. Ja, Panzer aufmachen. Ich hatte eine Kanone gehabt. Ja. Panzer mit Granate, nicht gut. Aber wo müssen wir auch hin? Keiner weiß es. Die Luftwehrbasis hat eine Flakbatterie, die den Luftraum frei hält. Ach, die neuen Einheiten sind da. Ah, guckt euch das an. Das habe ich damals im Beitrag kritisiert, dass man da nie hinkommt. Ja, man sieht's immer du guckst auch gerade hin. Ah, okay. Volles Cockteasing. Ja. Ich will da mitballern. Ey, schon schön. Wie gemütlich, ne? Wie so ein Sonntagsausflug. Ab und zu mal wird geballert, aber ansonsten fliegen wir ganz gemütlich über die A9. Hauptsache ballern. Ja, okay, wo bist du? Ich bin hier oben. Hinter dir. Da müssen wir hin? Okay. Ah, Jeep. Willst du fahren? Oh, oder Jeep. Ballern? Ich baller. Schießen macht so viel Spaß. Ja, Schießen macht so viel Spaß. Los geht's. Ist das Klo? Ich bin drauf. Ja, ich will den. Achso, den UN Caesar dann. So, siehste, der ist sofort tot, der hält nicht lange. Ja, die sind, das sind die Red Shirts. Ja. Die sollten echt alle auch so rote oder so billige weiße T-Shirts tragen. Mit dem Fahnenkreuz auf der Nummer da, ja. Du fährst jetzt gerade zurück, wir müssen weiter, glaube ich. Ja, aber ich frage mich, warum wird das nicht mehr angezeigt? Normalerweise kriegt man doch sowas wie einen Questmarker, oder nicht? Ich weiß ja jetzt, ja, Leute, ihr müsst halt mal. Ey, sag mal! So. Ich nehme an hier. Mhm. Ich bringe die Demokratie. Kannst du ballern? Ist das okay, wenn ich so rumeier? Ja, so ist perfekt. Ich will die ja auch ein bisschen kaputt fahren. Oh, Granate. Hier sind auch gleich so Perks. Wenn wir wollen. Hast du ihn? Ah, shit, nee, leider nicht. Aber den jetzt. Oh, der ist von uns. Oh, okay, das ist Kate. Ich steig mal lieber aus. Okay, bin raus. Oben einer? Ja, den goldenen, der hält viel aus. Oh, da kommt auch schon wieder hier shit, so ein Transporter. Links von uns. Wusch. Mann! Schild, komm her.
Wer fährt denn damit herum? NPC? Hinter uns ist hier. Oh, geil. Ein Phantom. Ich weiß es gar nicht, oder? Um heißen die Dinger so? Ja, ne. Aber ist schon cool, dass die NPCs damit rumfahren. Ghost. Alter, Ghost, den hol ich mir. Nein, ich schaff's nicht. Bitte nicht kaputt machen. Ich liebe die Dinger. Ich rette ihn für dich. Ich schieße ihn an. Du bist, wenn du. Aber du. Wenn du den anderen jetzt hast, dann ist er doch kaputt. Wenn du den jetzt kaputt machst, dann ist er doch kaputt. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er kaputt. Okay, dann schieße ich nicht drauf. Ah! Ja, nein! Ja, nein, der kapert das Ding! Granate! Davon sterben Menschen. Aber keine Shit. Spartans. Spartans gruppieren sich in der Hölle neu? Ich versuche mal zu flankieren. Hammer! Oh, diese Waffe! Schisch! Was war das? Okay, hier sind nur die bleiben. Einfach dämliche Perks, die da sind. Alter, der Typ hier oben ist ein Snipergewehr. Ich habe aber schon sowas. Kannst du den Typen oben vielleicht mal erledigen? Ja, ich bin dabei. Ich mache ihn gerade. Der hat leider auch so ich gehe mal nach oben. So ein Schild. Warte, er ist gleich tot. Gib ihm, gib ihm. Hast du? Jesus. Ah, ah. Gut, gut gemacht. Ah, so, jetzt ist nämlich hier vorne einer mit dem Ghost. Schaltet den Ghost aus. Oh, warum werde ich jetzt beballert? Lass mich doch kurz. Lenk mal. Ja. Ich muss den da rausballern. Ich habe ihn rausgeballert. Warte, der andere hat auch kein Schild mehr. Na, jetzt hat er wieder. Versuch, wenn es geht, die Ghost nicht zu treffen. Okay, wir haben jetzt jeder von uns einen Ghost. Guck dir das an, wie toll ist das? Besser geht's gar nicht. Wir müssen nach oben irgendwas machen. Was ist da? So, wo ist deiner? Der ist da hinten, der parkt dann. Ja, weil da kommen nämlich jetzt schon, siehst du, da kommt schon. Jetzt zur Ferrigan-Station. Bringen Sie die Funkanlage in Gang. Spartans Schwertzentrale hier. Dachten Sie, bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Der ist schon richtig kaputt. Brauchen wir nicht. Wir brauchen den Warthog nicht. Wir brauchen die feindliche Technologie. Ich finde auch, die ist besser. Ja, dann. Ja, so wird das nichts. So wird das nichts. Guck dir den Typ noch mal an. Ja, auch alleine fahren ist auch Quatsch. Du brauchst Freunde. Ah, okay. Ich bin übrigens echt beeindruckt, dass die überhaupt fahren können. Also, dass die KI es schafft, dieses Vehikel zu fahren. Was wir gerade so schaffen. Aber er fährt halt echt ohne irgendeinen mit Waffen. Er will's nicht. Ja, wo sind eigentlich unsere Kameraden hin, ne? Na, egal. Ja. Kriegen wir auch schon so hin. Die haben ja nicht so einen coolen Ride. Oh, jetzt kriegt die auch. Zwei Leute, Kreuzfeuer. Ja. Ey, der ist sowas von. Die haben doch eigentlich noch den Dash. Also, die haben noch so einen schnellen Dash. Ich finde den auch gerade nicht. Oh, geil. Gut, ich habe einen rausgeschossen. Okay, Moment, ich muss mal kurz mal Vehikel wechseln. Ja, ne? Das ist schön. Das macht Spaß. Oh, Friendly Fire ist vorhanden? Okay. Ist es? Ja. Funkanlage? Ja, da oben wahrscheinlich. Komischerweise ist die Steuerung von dem Ghost richtig gut gelungen. Also dadurch, dass er so schwebt, kann man sich den sehr gut so vorstellen, dass er so eiert und alles. Und da macht dann diese Warhawk-Steuerung gar nicht wirklich was aus. So. Shit, nein! Ich steig doch schon aus! Nein, gut. Nein! Ach, komm! Ah, nein, beide! Och, ja, wir haben einen dummen Fehler gemacht. Zu nah dran und dann. Ja, das prädestiniert gerade dazu, uns rauszukicken. Die Funkanlage ist intakt.
Aber ich will echt wissen, wie der Boost geht. Aber schau mal, die haben das extra an so einem Hügel gemacht, dass du geneigt bist, darüber hinwegzufahren und in sie rein. Das ist schon gut. Aber ich komme mal von der Seite jetzt. Einer ist down. Ich mache hier gerade die... Oh, ich bin irgendwie auch down, aber mach du ruhig erstmal. Ja, da bin ich schon auch. Sind beide down. Ich steig aus. Ja? Zu Fuß. Okay. Gehen wir zu Fuß weiter. Achtung, oh, ich glaube, das ist ein Panzer. Das war gut von dir gerade. Oh, du bist gestorben. War doch nicht so gut. Das Schöne ist auch, wenn man die Waffen wirklich versteht... Die haben den Ghost von uns gekapert. Ja, na gut, lass sie doch. Er ist tot. Die Plasmawaffen gehen mehr auf Schilde und Projektilwaffen gehen dann mehr auf Körper. Also wenn man die zusammen kombiniert, mach mal an, kann man richtig gut deren Schilde und dann auch die Energie runterbringen. Ah, okay. Also ich mach das auch selten, aber wenn es wirklich eng ist, kann man das gut machen. Ja, stimmt, im Gegensatz zu dem Master Chief können die auch nicht Akimbo kämpfen. Ja. Willst du eventuell hier ein Sniper-Gewehr haben? Ah, das klingt hier so gern. Rum. Das ist schon ganz geil. Nehmen wir für die fetten. Ah, brauchen wir doch. Aktivieren. Oh, da ist ein Panzer, ne? Wollen wir uns den hab ich auch nicht gesehen. Alter, der bewegt sich aber schnell. Hey, bist du in dem Ghost? Oder ist es einer von uns? Ich kann das gerade nicht. Ja, okay, egal, eh tot. So, und den Panzer hole ich mir jetzt. Geronimo! Oh shit, das ist kein richtiger. Das ist kein ganzer Panzer, so ein halber. Hol dir den, komm. Ja, versuche ich gerade. Yeah. Obwohl, der ist zerstört, oder? Nein. Ich hab ihn. Ey, gut. Du hast ihn! Ich bin stolz auf dich. Kann ich da jetzt mit? Kannst du mit rein? Lass mal gucken. Ja! Ja, komm! Das ist der alte. Der Besitzer, ja, okay. Richtig gut. Brennt ein bisschen, aber... Da sind noch 100 Meilen, kannst du da noch mitmachen. Ja. Noch einer erledigt. Ja, okay, ich lauf da mal hoch, das kannst du ja nun mal leider nicht. Schwierig. Ey, der steuert sich halt echt wie ein Panzer. So. Achtung. Okay. Ja, ich schieß nicht mehr. Hinter dir. Ich wurde dreimal getroffen, während du es gesagt hast. Okay, so, ich drücke den Button des Überlebens. Weiß nicht genau, irgendein Sendesignal und irgendwas jetzt kommt und jemand hilft oder so. Oh, warte, hier kommen Gegner. Das ist gut. Dropships. Oh, shit. Noble Strike, Noble 1 hier. Komm schleunig zurück zur Schwertbasis. Ist das deren Basis? Also unsere? Wo wir hin sollen? Ja, okay. Warum ist denn da so ein... Na egal, ich nehme den Jeep. Du bist ein Warthog? Okay. Schön, fahren wir zusammen. Gut, okay. Okay, vor uns sind... Achtung, Noble. Allianz kommt in Position. Ja! Das hat er gut gemacht. Ich habe ja auch eine Gauss-Waffe vorne drauf. Ah, okay, geil. Ja? Wow, nice. Nicht zu melden. Bei diesen dicken Plasmaschüssen, die deren Panzer haben, muss ich immer an die... Oh, muss ich immer an Starship Troopers denken. Starship Troopers, aber ja, die großen Käfer, ne? Auf Klendaku. Wir wurden bei der Geburt irgendwie getrennt oder so. Und du wurdest noch mal 10 Jahre auf Eis gelegt, weil das ist, wir sind Brüder. Anders kann ich nicht sagen. Ja, stimmt. Starship Troopers. Die Rüstung ähnelt auch ein bisschen an denen von Starship Troopers, von den UNSCs. Wir mögen fette Rüstungen und geile Alien-Welten. Das ist einfach unser Ding. Er hier hat einfach keine Lust mehr. Einfach hingelegt. Das ist so geil, ne? Wie die. diese Füße. Ich habe mir das früher immer angeguckt. Deren Maul dann so schön mal ins Maul. Oh, der C7 da hinten. Der muss aber auch mal wieder angelegt werden. Aber guck mal, deren Füße an, ne? Unten sind die ja frei. Das heißt, lustig, die haben unten gar keinen Schutz oder so. Und ich wette, die tragen auch keine Unterhose. Das heißt, sind keine Schuhe, das sind einfach nur so Überzieher.
Wie von einer Ritterrüstung. Mögen einfach barfuß. Stell dir vor, du hast einen Schuh, wo einfach unten die Sohle einfach weg ist. Was das Schöne ist, guck mal, wenn die Zahnärzte sind und so. Ich meine, da müssen die ja richtig... Das ist so geil. Ey, sag das nicht zu laut. Das wird die Mode 2020 vermutlich. Mit den Schuhen. Für Leute, die barfuß herumrennen und dann sagen, ja, ich habe diese Schuhe, aber in Wirklichkeit darf ich barfuß. Okay, wir haben ein Ziel, wir gehen dahin. Ja, warte, ich fahre da mit dem Revenant hin. Ach ja. Aktivieren. Ja, das kriege ich hin. Ich laufe lieber. Gerade versucht der KI beim Fahren zuzugucken. Es ist manchmal halt auch schon lustig. Ja, wie es versuchen, ne? Ja, nimm lieber den größeren Eingang. Guck ihn dir an. Ah, dann aber einen schönen U-Turn am Ende. Die liegen schon. Diese dämlichen Panzersperren, die sie immer nur machen, dass man die Fahrzeuge nicht mitnehmen kann. Ja. Das ist der einzige Grund. Ist im echten Leben doch genauso. Ja, ich meine, sie erfüllen ihren Zweck. Zwei Schüsse. Oh, jetzt kommt so ein bisschen das Halo-Thema, aber nicht richtig. Oh, so. Was war das? Da kommen noch mehr. Ah, okay, ich glaube. Ah, mal sehen, wie die Shotgun so funktioniert. So, ich versuche jetzt mal das mit dem Schild und dann auf den Körper mit der anderen Waffe. Spielen wir mal wie ein Pro-Gamer. Ja, das war bei Halo 3 dann ein bisschen einfacher, wenn man Akimbo herumrennt. Also mit der linken hast du den Needler gehabt oder die Plasma-Rifle und der rechten hast du irgendwie das war eine toll, andere. Ne? Da. Am besten war auch diese Plasma-Waffe mit dem aufgeladenen Schuss, der das Schild komplett wegnimmt. Ah. Schon mal aufgeladen halten und dann nur loslassen und währenddessen schon mit den Projektilen ballern. Oh, das sind diese fetten Würmer. Oh Mann, das ist die Liebe. Das wisst ihr sicher, aber das ist ein Verbund von Würmern. Ja, genau. Es ist kein, also kein ein Wurm, sondern die sehr, Rüstung. Sehr viele. Ja. Also man muss diese Aliens, die Covenant und so, schon bewundern dafür, dass sie all diese Rassen unterjochen und ihnen immer irgendwie auch einen Job noch geben und es schaffen, sie besser zu machen. Wer weiß, was mit den Menschen passiert wäre. Schaffen wir Menschen nicht. Die vereinigen mehrere Rassen. Aber die haben auch keine Schilde, die sind eine, also keine... Aber die sind einfach mega physische stark. Physische Schilde, ja. Aber es gibt nichts Schöneres, als den von hinten einen mit der Faust zu geben. Das ist einfach das Allergeilste. Shit, ja, das ist dann die Quittung. Okay, einer ist da. Man kann es hier sehen. Hier sieht man die ganzen Würmer. Ja, es ist leider, ich habe das ja viel später mitgekriegt, dass das so ist. Und das ist so ein schönes Detail. Okay. So ein bisschen auch wie bei Half-Life, wo ja auch die Vertigons, die ja in 1 noch die Bösen sind, weil ja, sie stimmt, unterjocht werden. Ja, stimmt, weil die noch werden, so ein Sklavenhalsband auch hatten und so. Das ist schon cool. Also sowas, so muss ein Shooter muss sowas eigentlich bieten. Der muss dir die Feinde irgendwie schmackhaft machen, so als interessante Persönlichkeiten. Rücken ist frei. Ey, was ist denn das für eine Waffe? Ist tot. Auf zum Atrium. Wir müssen durch das Sicherheitsbüro. Von hinten mit der Schrot ist immer sehr befriedigend. Ja. Finde ich schön, deren Hologramme haben so eine Dreidimensionalität. Die wirken immer so wie Buttons. Das finde ich gut. So würde ich Hologramme auch machen. Nicht immer so flach. Wo ist die Orbitalunterstützung? Die könnte sie doch mit nur einem MAW-Geschoss ausschalten. Das ist so wie ein Total Recall, so ein Röntgen-Ding, oder? Da muss ich so durchlaufen. Dass du das Skelett dann siehst und die Waffen. Nur. Alles sauber. Lustig, dass sie alles sauber sagen, nachdem sie alles mit dem bunten Blut der Feinde eingeschmiert haben. So. Oh! Sorry! Ach, du warst... Ich dachte schon, hatte ich so wenig Energie? Lalalala. Ist nicht schlimm. Das wirklich Traurige ist, dass auch meine Waffe weg ist. Welche Waffe hat es nehmen? Ach, egal, Schrotflinte. Nur die beste Waffe der Welt. Es wird Zeit, diesen Kampf persönlicher zu machen. Persönlicher gestellt.
aus der Basis. Lagebericht, Nobel. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Spartan hier oben. Ein? Sechs. Nur ein? Geh ins oberste Geschoss und hier ist Emil. Ah, ist ja cool. Die Gegner benutzen auch hier die ganzen Fähigkeiten. Ja, das ist irgendwie fair. Ja. Er gibt technisch überhaupt keinen Sinn, warum deren Rüstung denselben Kram kann, aber ist natürlich für den Multiplayer-Modus gedacht. Ich überlege gerade, ob das überhaupt tatsächlich nicht sogar eine Erklärung hat. Heilige Scheiße. Macht ihr das mal? Es sind ganz schön viele von uns hier. Ja, richtig. Ich glaube, das ist, weil wir es geschafft haben, mehr oder weniger die Leute nicht alle sterben zu lassen. Ah, okay. Ich bin mir sicher. Wir haben schon viele Leute hier. Das stimmt. Ah, der läuft da Kimura rum. Immer noch tot. Jetzt. Okay, nehme ich das. Was ist mit Bob? Lass mal, weißt du, was ich gerne hätte? Ein Halo, in dem die Wände. Also, das, hier ist ja alles aus Stahl. Aber wenn du irgendwo, wo die Wände ein bisschen weicher wären, normaler Beton oder so, dann würdest du ja einfach durchrennen. Weil der halt so krass ist, weil der so schwer ist. Ach, weil der Mjölnir auch die Panzerung und so. Und ich würde gern mal ein Spiel haben, wo das geht. Wo du einfach den ganzen Level kannst du quasi theoretisch durchstampfen. Also durch eine Wand durch oder so. Mhm. Wie der, so ein bisschen wie Red Faction immer die Möglichkeit hatte, quasi ja, Tunnel zu graben. Die hatten es ja bei Teil 5 ein bisschen ausprobiert. Aber da war es ja nur bei einigen bestimmten Wänden, wo du dann durchgedasht bist. Fuck, du hast recht, das haben die wirklich versucht, ja. Weil irgendwie bietet sich's an, er ist ja wirklich so ein bulliger Kerl. Und wenn der mal rennt, kann der auch durch eine Wand. Fünften bist du ja auch ein bisschen agiler. Da ist ja noch die Thruster Packs, wo du dann in der Luft ein bisschen schwebst, wenn du springst und schießt. Oder dann so nach links oder rechts. Das ist natürlich alles Zeichen der ständigen Wettrüstung damals. Unter Shootern. Der eine hat das eingeführt, der andere macht dann das. Und dann beschweren sich alle und sagen, ich will das auch. Und irgendwann, ne? Also, es ist schon interessant zu sehen. Ja, umso spannender wird es dann mit dem nächsten Halo sein. Ey, ich bin da vorsichtig pessimistisch, weil ich irgendwie glaube, dass Halo durch ist. Aber ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Nur dieses langsame, guck mal, wie lahm der ist eigentlich und so. Dieses Ganze, da müssen die so viel ändern. Ja. Dann ist es eigentlich am Ende, wenn der auch noch Wall-Runs macht oder so, dann ist es halt irgendwie wirklich nicht mehr Halo. Aber ich glaube, die Leute wollen dieses Schnelle auch auf Call of Duty, dieses Rennen, Rutschen, Ballern, anlegen, seine Waffe mega abtunen, das wollen die alle. Und das bietet Halo leider nicht. Ja doch, der fünfte Teil schon. Ja, also der fünfte hat schon mehr davon, ja. Also Kim on Corner hat er bei allen Waffen eingeführt. Ja, stimmt. Glaub, das Ding hast du recht. Ich hab den fünften ein bisschen verdrängt, sag ich mal. Ich hab den gestern erst zum ersten Mal gespielt, deswegen hab ich's gerade noch sehr gut im Gedächtnis. Okay, Raketenwerfer, zack. Was? Dachte ich mir aber auch. Kannst du die Dudes da mal unten für mich erledigen? Hä? Welchen? Ach, da irgendeiner. Ich geh mal grad weg. Ja, du schießt auch auf die Viecher. Okay, ja, dann mach ich den Typen selbst. Sag mal. Shit, da ist noch einer. Da ist einer unsichtbar, deswegen sehen wir den die ganze Zeit nicht. Das erklärt es. Auch so um die Ecken gieren, ne? Das gibt's einfach nicht bei Halo. Also vielleicht gibt's das auch bei Halo 5 und ich weiß es nicht, aber dass man sich so an der Ecke, was Call of Duty hat, an der Wand so festhaken kann und nee, so. Nee, ich glaube, das haben die noch nicht. Ja, aber das ist so ein neues Halo, muss all diese Sachen bieten und darüber hinaus einfach auch noch mal ein paar Neuerungen, weshalb man Halo gerade spielen soll. Ich hatte eine Zeit lang die Befürchtung gehabt, dass das nächste Halo-Game so ein Service-Game wird, so ein Loot-Shooter oder so. Weil die müssen ja ein Spiel rausbringen, das lange am Leben bleibt. Ach, wo immer Service kommt. Also eine Plattform. Das geht aber, finde ich. Wenn man es wie Call of Duty macht, geht's ja eigentlich, oder? Ja, Call of Duty ist ein Service-Game, das jedes Jahr mal ersetzt wird. Durch ein anderes Call of Duty. Ja, du hast recht. Okay, aber sie schaffen es so, diesen Lebenszyklus mit Staffel 1, Staffel 2. Ja, wenn die es so machen, wäre cool. Okay, nehmen wir Overwatch mal als Beispiel. Ja. Das ist eine Plattform mittlerweile, oder? Ja.
wo alle Leute sagen, Overwatch 2, was soll das überhaupt? Ich brauche es nicht. Läuft ja beides dann trotzdem parallel, weil Overwatch 2 ja halt eine Singleplayer-Mission hinzuführt oder eine Kampagne und Overwatch, das, was wir jetzt kennen, halt immer noch fortgeführt wird. Ich hätte einfach gesagt, pass auf, Summe X Geld wollen wir haben, hier ist das Konto, erst dann gibt's neuen Shit. Das ist genau dasselbe mit Overwatch 2. Oh! Das wäre das Transparenteste überhaupt. Schön, oder? Die Leute wollen Transparenz. Jemand soll ein Foto machen. Übrigens, gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre euch schon mein halbes Leben. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Da steht Ma'am. Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Visegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xeno-Archäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant. Die Eliten... Erzähl mir mehr über sie. 3. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spähtrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ja, Mann, gib's ihr! Ist das eine Drohung, Entschuldigung. Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Ja, Fresse halten. Einfach mal Fresse halten. Den kannst du dir dahin stecken, wo dein Laserlicht... Ma'am. Das wär's erstmal, George. Also das ist ja die Mutter aller Spartans, sozusagen. Die ist ja für das Spartan-Programm... Höchstpersönlich alle hand-delivered. Ja. Ja, also man merkt halt, ne, sie ist kein sympathischer Mensch. Aber das musst du auch sein, wenn du in diesem Programm die Führung übernimmst. Ja, wo du Kinder sterben lässt. Ja. Ja, ist halt so. Wie war es irgendwie von den 10 Kindern, die entführt wurden, gab es dann irgendwie nur noch weniger als eine Handvoll, die dann überlebt haben. Ja, dann nehmen halt 10-mal so viele. Und die Kinder, die sie entführt haben, haben sie ja durch Klone ersetzt, die dann noch schneller gestorben sind. Das ist ja noch das Geilste, das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben die auch noch entführt. Ja, die haben die Kinder entführt. Die haben die ja gar nicht. Und dann haben sie die noch ersetzt, so, dass die Eltern es nicht wussten. Und plötzlich so, ja, mein Kind ist innerhalb von wenigen Tagen krank geworden und gestorben. Das ist so mit Klonen, ja. Ja, es ist natürlich mega asozial und mega scheiße. Aber das Programm, wie man sieht, hat sich ja gelohnt. Ohne das Programm wäre die Menschheit einfach mal ausgerottet. Ja, noch asozialer ist ja eigentlich, die haben die Spartans eigentlich eingeführt, um gegen Rebellen zu kämpfen. Ihre Ursprungsaufgabe ist es gar nicht, gegen die Aliens zu kämpfen. Je mehr man darüber erfährt, desto unangenehmer wird das ganze Programm, wirklich. Alienstrukturen melden. Sofortmaßnahmen könnten vonnöten sein. Verstanden. Wenn Cat eine Mission leitet, sind Sofortmaßnahmen immer nötig. Hier, die brauchst du vielleicht. Durchbohrt Panzerung mit Hochgeschwindigkeit.
haut einen Eliten selbst in 2 Kilometer Entfernung um. Und sind teuer. Oh, wir sehen uns. Das haben die gerne, diese Nachtmission, das ist so eine Hommage an... Im nächsten Sektor funktioniert keine Elektronik. Die Allianz blockiert die Geräte. Guck mal das Zielfernrohr an. Und Kommando will wissen, was... Ich finde es echt cool, dass es das darstellt, was man gerade sieht. Ja, also das in einer anderen Form halt. Das ist die wirklich eine Hommage an eine ähnliche Mission in Halo 1, die ich unglaublich gerne gespielt habe, wo man auch nachts... Die Elite belauert. Du weißt, welche ich meine. Das ist die, wo du dann zum ersten Mal auf so ein Schiff hochgezogen bist. Zum ersten Mal. Das ist so geil. Und dann geil. Diese unsichtbaren. Da kommst du auf dieses Alienschiff und bist eh schon so, oh fuck, was bin ich hier? Ich bin hier alleine. Und dann kommen die ersten unsichtbaren Aliens mit einem Schwert. Ja. Alter, war das ein... Und du kannst dann das Schwert nicht benutzen. Das war das Schlimmste. Das war eigentlich dann am Ende das Allerschlimmste. Du kannst versuch den executen. Mal zu messern. Ja. Schön gedrückt halten. Was gedrückt halten? Schlagtaste gedrückt halten. Oh Gott, was ist denn die Schlagtaste? Ja. Q? Naja. Hat funktioniert. Die sind auch süß, wenn die schlafen. Oh. Guck mal hier. Ich wecke ihn mal auf. Hast du gehört? Da war kein Ton da. Es ist wirklich komisch. Ich hab ihn gehört. Ja, bei mir hat er kein Geräusch gemacht. Es ist interessant. Ich glaube, das ist manchmal hier ein bisschen buggy. Kulisse ist schön, die Soundkulisse. Ich finde, es sollte viel mehr Sci-Fi-Shooter geben. Also welche, wo du auf einem abgefahrenen Planeten bist. Alles ist immer so gleich. Das finde ich immer so schade. Alle haben dieselbe Schwerkraft. Alle haben ähnliches Gemüse da irgendwo rumstehen. Alle haben immer diese blöden Lagerhallen und Kisten und irgendein menschgemachter Kram. Ich will abgefahrene Ideen. Willst du den Elite da erledigen? Moment, ich gehe mal. Ja, lass mich kurz fragen. Hier, wollen wir den zusammennehmen? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe ihn verloren. Wie kann man den verlieren? Der ist goldfarben. Ich weiß, okay, ich sehe ihn jetzt. Ich sehe ihn wieder. Ich sehe ihn leider nicht. Ich habe ihn verloren. Er ist weg. Ah, er läuft da hinten rum. Ja, ich sehe ihn. Okay. Soll ich? Oh, ich habe ihn nicht erwischt. Aber ich kümmere mich um den goldenen, ja. Mach mal erstmal hier die kleinen Babys hier weg. Wie der einen Headshot kassiert und einfach stehen bleibt, weil er so hart ist. Oh, okay, ich hol dich. Alles klar, danke. Oh shit, ich habe mein Scharfschützengewehr verloren. Ist da? Bin wieder da, ja. Sehr schön. Oh, aktive Tarnung. Oh, hier wurden doch auch diese Decoys eingeführt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, die Laufprogramme, die dann einfach... Die in eine Richtung rennen. Aber ich bin schon oft einem hinterhergerannt, also im Multiplayer. Es ist wirklich im Multiplayer eine sehr, sehr hinterherhältige Geschichte. Nee, es bringt einfach nichts. Shit, das sind... Nichts ist schöner als, ich glaube, Phantom heißen hier oder so, als die Dinger abzuschießen, während sie noch abladen. Wenn man zufällig einen Raketenwerfer hat oder so. Ja, so habe ich leider keinen dabei. Ich weiß halt, bei Halo 1 konntest du die mit der Pistole abschießen. Ja, da sind wir wieder bei der Pistole, ne? Ja. Die Schildträger haben ja auch so einen Handgriff, wo du durchschießen kannst, aber das ist dann halt schon echt eher schwierig. Oh, hat geklappt sogar. Oh, da ist der goldene Elite. Keine Muni mehr! Alter, das zappelt aber ganz schön. Ja, du musst... Der gut, goldene. Okay, der goldene. Warte. Aber da seht ihr mal, der Typ hat uns jetzt ganz schön lange verfolgt. Der wurde mehrfach angeschossen von uns und hat es bis nach vorne geschafft. Okay, ich renne. Oh Gott, ich stand da bei diesem Tank, wo dann alles explodiert ist. Oh, bist du wieder da, ja? Ja, ich bin wieder da. Oh, sorry. Nimm das! Okay, sein Schild ist down. Da ist er weg. Ja, ich wollte ihn eigentlich umholzen, aber... Ja, doch, okay. Oh, jetzt habe ich sein Plasma. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh, warte. Dann nehme ich die Plasma-Rifle. Oh. Hier ist irgendwas. Oh, nö. Schauen wir nicht. Nee. Ich würde nicht raufschießen. Ich glaube, das ist der Ex. Ich denke auch. Ja, dann such du mal den Weg, während ich kurz eine Runde Gabelstapler fahre. Oh
Okay. I know the way? Nee, I don't know the way. Bist du einmal in Shenmue drin? Kommst ich wünschte, raus. Wir wären bei Shenmue schon so weit, dass wir den Gabelstapler fahren können. Gibt es den Gabelstapler wieder? Ja. Und der ist das einzig Sinnvolle, was man machen kann, um Geld zu verdienen. Es ist, als wollen sie einfach ihre Leute trollen. Wisst ihr was? Wir geben euch gar nichts Neues. Nur den ganzen Shit, den ihr schon kennt. Und ihr müsst ihn machen. Und Holzhacken. Das habt ihr auch noch. Hier ist die kaputte Brücke. Aber ich muss sagen, ich bin schon Fan, aber es ist halt echt ein bisschen frech, der dritte Teil. Hier ist eine kaputte Brücke, aber ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Okay. Das sieht in einer Sackgasse aus. Ja, nee, ist nicht los. Ich habe das irgendwie mit Questmarker in Erinnerung. Aber ich glaube, das gab es erst später. Ich dachte hier über unserer Munitionsanzeige, das ist der Questmarker. Zeigen, welche Richtung wir gehen müssen. Ja, hier ist es. Oh, ja, ist er das wirklich? Ich weiß es nicht, ich dachte es immer. Dreh dich mal. Das ist fucking recht. Das ist der Questmarker. Warum ist das der Questmarker oder ist es ein Kompass? Falls eine Alien-Waffe ist. Warum soll die Alien-Waffe meinem Progress... na gut. Das ist ja lustig. Nee, das ist nicht der Questmarker. Simon stimmt nicht. Stimmt, ist nicht der Questmarker. Ich weiß nicht genau, was sie meinen. Es kann sein, dass sie auch die Gabelstapler-Nummer meinen. Mit Halo, mit Shenmue. Ich glaube nicht, dass es hier der Questmarker ist. Ich glaube, das ist nur ein Kompass. Ja, aber was bringt ein Kompass auf einem Alien-Planeten? Norden? Aber ist doch nicht... Na gut, okay. Also ich bin mir sicher, der hat auch ein Magnetfeld, aber das kann doch nicht immer gleich sein. Na gut. Das Problem ist, wenn du Tab drückst, steht auch nicht, was für eine Quest du hast oder was du gerade machen musst. Okay, folg mir. Ja, du hast was. Ja, du bist schon da. Vielleicht ist es doch der Questmarker. Ja, aber ist doch gut. So gut zu wissen. Was hältst du denn alles aus? Oh, das Blasenschild. Aktive Tarnung, okay. Die nehme ich jetzt her. Weiß gar nicht, ob das Blasenschild ob, es gibt's dabei hier nicht. Nein, es gibt es hier nicht. Ist hier nicht ich habe das irgendwie, aber ich habe das so abgespeichert. Doch nicht hier. Wow, wow, wow. Nicht runterfallen. Das war schon richtig hier nur vielleicht. Weil irgendeine Seitentasche mit ein paar Feinden gewesen. Tja. Ah, da läuft man ja auch mal rum und hat die schöne Akustik. Nein, es ist wohl doch nur ein Kompass. Ich halte immer noch nichts davon. Digitaler Kompass auf einem Alien-Planeten. Du legst die nieder. Du kriegst mich nicht zu. Okay, das Ding führt mich eigentlich nur wieder da zurück, wo wir herkamen. Es ist halt wirklich nur ein Kompass. Ey, jetzt ist aber alles rot. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Ach nee, das ist bei mir. Entschuldigung, weil ich unsichtbar bin. Dann wird nämlich, genau, ihr seht es ja vielleicht, dann wird der Kompass so völlig kaputt. Ah nee, ihr seht es nicht, weil ihr auf mir seid. Da, so. Seht ihr? Sieht aus, als wären Feinde da. Ist aber nur die Unsichtbarkeit. Also normalerweise findet man die Wege sehr einfach. Wir geben uns, glaube ich, auch gerade ein bisschen Mühe, uns zu verlaufen. Aber vielleicht gehen wir einfach weiter nach oben einfach mal. Das finde ich gut. Kann ja schon mal nicht falsch sein. Von oben kann man ja dann runter gucken. Eigentlich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man einen Gegner hat, ne? Aber hier oben ist aber nichts, scheiße. Geradeaus weiter. Ja, Gegner sind immer ein gutes Zeichen. Da, oder? Ne, da waren wir doch. Oh? Nee, da kommen wir her. Da kommen wir her. Aber sollen wir da nicht... Moment, aber da sind wir doch... Da sind wir doch runtergelaufen. Wir sind einfach zurückgelaufen, wie Idiot. Ja, ja. Deswegen meine ich ja, das Ding auf der Waffe, das ist kein Questmarker. Ja, das wissen wir jetzt. Das haben wir, rausgefunden. Guck mal, da bin ich. Tot. Tot? Das heißt, da sind Feinde? Nee, ich sehe gerade die Leiche, wo ich immer gestorben bin. Deine. Ja, hier ist alles voll mit Leichen. Okay, dann gehen wir einfach hier geradeaus weiter. Kann das Spiel ins Laden erledigt? Kontrollpunkt erledigt? Ich bin weitergekommen. Wir sind richtig. Hier, da ist ein Gegner. Okay. Oh ja. Oh nein, die haben uns schon gesehen. Ja.
Okay, auf die Entfernung ist es Quatsch. Ja. Ich muss mal näher, weil ich halt nicht die passende Waffe habe für. Ich muss auch näher, ich habe keine. Okay, dann lass mal die beiden Dudes links nehmen. Oh, Granaten. Da ist ein Geschütz, da ist ein Geschütz. Oh, das wollen wir nicht, nein. Och, Mann, ey. Der kleine Grunt nervt. Ey! Ballern sollst du! Ich hab keine Muni, oh man, da wird's ganz fett angezeigt. Okay, da oben am MG ist down. Da versuche ich jetzt hinzukommen, um das Geschütz mitzunehmen. Ich komme von der Seite, ich bin ja unsichtbar. Ich könnte das Geschütz auch vielleicht. Kannst du es kapern vorher? Na, es ist schwer, das lädt auch gerade sehr langsam aus, mein. Ah, ich kann die aber. Ja, immerhin eine Elite habe ich erwischt, aber wir müssen hier nur am Rand. Da, genau, da wurde ja, auch schon. Ich bin auch hier. Da müssen wir noch weitergehen. Wo ist es denn? War das nicht hier? Das ist eine Etage über. Oh! Shit! Okay, der Elite ist down. Steh unter Beschuss! Oh, ich mag das, ja, wenn die Plasma-Rifle überhitzt. Oh. Oh ja, wie es aussieht, so, wie heiß das Ding dann ist. Ich meine, allein das, ne, das hat kein Magazin, sondern überhitzt. Das war damals auch richtig abgefahren, dass das so funktioniert hat. Das hat wahrscheinlich nur ein Magazin. Ja, genau. Das ist, wenn irgendwann ist das Ding leer und dann musst du gegen eine neue Waffe. Ja. Ist schon schön. Oh. Okay. Seht ihr das an? Oh. Jetzt greifen die Tiere an. Gerade an Star Wars denken. Rancors. Neue Position. Kommen die auf uns zu? Die kommen auf uns zu! Die mögen uns nicht! Aber warum denn auf uns? Wir haben euch nichts getan! Noch nichts. Ich habe mich schnell unsichtbar gemacht. Okay, ist tot. Der eine ist tot. Okay, er hat mich trotzdem gesehen. Aber ich bin noch. Guckst du Infrarot oder was? Ich bin noch unsichtbar! Verdammter Predator. Ja. Okay, ist down. Ah, da ins Polo. Ich habe auch keine Munition mehr. In der Tat, Spetro Bravo. Das war ein einheimisches Geschöpf namens Scooter. Ich werde irgendwann mal Zahnarzt für Außerirdische. Ich habe mir jetzt so viel angeguckt schon. Nehmen wir den Vater vorn durch die Felsen. Hihi. Gute Zähne. Dicke Zunge. Ja, gute Zähne, ne? Ja. Weiß. Da braucht ihr auch gerade, mehr, nicht schief. Wenn wir die Zeit hätten. Ein sehr schönes Exemplar seiner Art. Ja. Nein, die Tiere sind nicht neu. Ich glaube generell, dass hier nicht so viel Arbeit reingesteckt wurde, wenn ich ehrlich bin. Also, ich sehe wenig Neues. Aber es ist kein Resident Evil 2. Nee. Oh, ich hätte hier vielleicht nicht runterspringen sollen? Nee, schon richtig, glaube ich. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Wow. Okay. Das mache ich so gerne. Irgendwann rächen sie sich. Gesundheit. Nicht, wenn du sie alle erwischst. Aha. Schüsse. Magnus. Oder du lässt einen übrig. Ah, jetzt hier. Guck mal. Boah. Dann rennen wir da mal schnell hin. Da sind ein paar. Noble 2 sind bei einer Art Druckstation. Sehen Zivilisten wahrscheinlich. Die haben ja alle nur Pistolen. Sie kämpfen gerade. Und die versuchen es ja nicht mal. Oh Gott, da kommen ganz schön viele jetzt. Laut mal. Ach, shit. Ich hab's erwischt. Ach, das ist das Raumschiff. Ja, das Raumschiff hat auch um mich geballert. Das gibt's doch nicht. Schüsse. Magnus, Standardwaffen des Sicherheitsdienstes. Noble 2 sind bei einer Art Punktstation. Sehe Zivilisten, wahrscheinlich mehr Miliz. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wie geil es ist, dass man die Granaten so unfassbar weit werfen kann. Stimmt. Das kannst du in anderen Spielen nicht. Es geht echt nur hier. Du bist ein Supersoldat, da musst du so eine kleine Kugel werfen können. Und es gibt wirklich, das ergibt nun echt Sinn. Komm. Ja. Wenn er irgendwas kann, dann eine Granate weit werfen. Ups. Ach Mann, das ist ja echt schlimm. Also ich spiele wirklich merklich anders mit
Controller als jetzt. Finde ich nicht besser? Nein. Anders, aber also ich meine, ja, man bewegt sich halt ein bisschen schneller, ne? Also du drehst dich halt schneller. Es geht viel mehr in den Nahkampf, weil hier ist es so, ich muss Q drücken, um zu hauen. Das ist völlig unorganisch. Das fühlt sich nicht intuitiv an. Aber normalerweise gehe ich da einfach in den Nahkampf und box alle zu Tode. Und dann hau ich schnell ab, werfe einen Granatschild, damit die beschäftigt sind, und dann lade ich auf und mache denselben Scheiß nochmal. Also man versucht hier mehr zu zielen. Ja, es ist ja auch ein bisschen einfacher dadurch. Dann. Was ist denn jetzt? Das warst schon wieder das jemand. Das warst du? Ja, warum? Ich hab den selben Anzug an. Nein, du bist rot. Das ist korrekt. So, danke, ich bin wieder da. So, ist hier meine Waffe? Oh, da ist sie. Geil. Wow. Etwas mehr Action, als wir gewohnt sind. Gut gekämpft, Spartans. Was macht ihr hier? Danke, Security. Wir sollten vollständig evakuiert sein. Wir wollten unser Zuhause selbst beschützen. Also kamen wir zurück. Hierfür. Kannst sind du vielleicht... im ganzen Gebiet genau. Hier versteckt. Du weißt, dass das geklaut ist. Was, wollt ihr mich festnehmen? Nein. Ja. Wir klauen sie zurück. Oh, guck mal. Das sieht doch schön aus. Hammer. Oh Mann! Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll! Ja, die Wahl hat den hole ich mir gleich. Ich hole den mir gleich. Du Baby, bleibst da. Okay, erstmal die Elite da abknallen. Wenn du Glück hast und die halt so richtig schön direkt am Anfang explodieren, kannst du manchmal auch andere noch mitnehmen. Boah, ein guter Granatwurf. Du hast auch auf den geballert, oder? Ja. Ich dachte schon gerade. Hält der Typ aus. Spontane Selbstentzündung. Bam, 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 bam. Weiter feuern! Oh oh. Bist du? Ach, der fliegt weg. Ich dachte, der liefert neu ab. Oh, schon wieder was los. Oh, da ist noch ein Elite in Weiß. Alles dumm. Hm. Ja, endlich. Eben kam. Es ist manchmal einfach diese Situationskomik, die hast du teilweise echt nur bei Halo und vielleicht frühen Battlefields. Weil der eine kam gerade so flüchtend an mir vorbei und ich habe nur BAM, stumpf die Faust ins Gesicht. Und er fliegt so aufs Gesicht. Es ist einfach wie Sausa. Es ist wundervoll. Ach. Ich habe schöne Zeit für mich. Wow. Oh shit, hier ist noch ein Dropship. Oh oh. Kann man nicht. Ja, warten, bis sie weg sind. Wegfliegen und dann. Ja, ich hab mir das schon so gedacht, aber wenn du schon auf dem Weg bist. Okay. Jetzt könnte ich die Unsichtbarkeit gebrauchen. Tot. Da bist du wieder. Das ging schnell. Ach, wir sollen ja auch. Kann sein, dass wir da hier hin sollen. Ach nee, das sind nur die Buddies, die wir retten sollen. Ist er noch im Leben? Ja. Der hat gerade allen Ernstes gesagt, die Allianz schießt auf uns. You don't, deswegen, sir. Ja. Deswegen bist du nur Security. Oh. So. Hier ist nichts, nur der See. Die Straße führt zum Wasserkraftwerk, aber das Tor geht nicht. Ausweichroute? Über das Flussbett schmuggeln wir Rationen, Waffen. So ziemlich alles also, was vom UNSC verboten ist. Mhm. Ja, genau. Zeig's uns. Na gut.
weiß oh, überhaupt nicht. Ah, da bist du. Ich glaub, hinterher. Oh, hier ist was Schönes. Ach so, an Vorsprüngen klettern, das geht auch nicht. Ja, naja. Ist ja noch ein älteres Spiel. Ja, man ist überrascht. Man merkt eben immer erst, wie weit alles gekommen ist, wenn man sieht, wie es früher war. Ja, mittlerweile ist alles so selbstverständlich. Dieses, du kannst an Wänden dich hochziehen, du kannst die ganze Zeit sliden. Ja, Mann. Du kannst immer sliden, überall hin. Und Kratschen, springen, sliden. Sprinten war ja früher auch nicht selbstverständlich. Wohin führt dieses Flussbett? Ja. Guckt euch an, hier bei mir ist es ein Perk. Ja, hier ist ein Perk. Vor 45 Jahren gestaut. Das Kraftwerk versorgt hier alle Siedlungen. Es darf nicht alles umsonst sein. Wir tun, was wir können. Halt, Allianz-Landungsschiff, in Deckung. Okay, es ist weg. Weiter. Ich will endlich den Raketwerfer benutzen. Aha, okay, kannst du das sehen? Ein Allianzbau. Eine Art großer Pylon. Stark befestigt. Da kommt die Blockierung her. Okay. Ist so gut wie weg. Negativ. Bringt eine Sprengladung zur Fernzündung an. Kommando plant etwas Großes. Es heißt, der Pylon stirbt im Morgenraum. Okay. Jagen wir ihn hoch? Wir räumen das Gebiet, dann bringe ich die Sprengladung an. Wenn du Deckung geben willst, nur zu. Bin dran! Er gehört mir! Schön. Na. Das ist, glaube ich, dann, wenn ich nach der Uhr sehe, also unsere letzte Aufgabe, die wir machen, das Ding hier in die Luft sprengen. Ah, okay. Ich habe auch kein Zeitgefühl mehr. Haben wir schon 23 Uhr? Ja, 5 Minuten 20. Nur noch. Oh, du. Ah, hier ist das da ging jetzt aber hier ist der Köder. Die Zeit aber schnell vorbei. Ja. Wenn man sich amüsiert. Oh. Darf ich jetzt gerade mal das Geilste zeigen, was ich an Halo einfach so geil finde? Ich zeig gleich. Aber erst helfe ich dir, alles hier wegzuballern. Ach Gott. Oh, sind jetzt alle tot? Da ja, hinten noch. Nimm's mit. Ein Souvenir. Das ist genau das. Achtung. Und zwar der Chief. Der lässt so eine Waffe nicht einfach da stehen. Der reißt die einfach ab und nimmt die mit und läuft dann wie ein sehr langsamer, dicker Mensch. Aber der nimmt die halt einfach mit, weil der so stark ist. Versteht ihr? Ja. Das ist super geil. Das macht kein anderer. Das stimmt. So. Wirklich, das macht nicht mehr der Doom Guy. Und der hat auch schon eine ordentliche Rüstung. Ja, der Doom Slayer ist schon. Ja, der ist schon ein geiler Typ. Hast du gerade gesagt, der ist geiler? Nein, der ist schon ein geiler Typ. Ja, natürlich, aber das ist okay. Die beiden sind sicherlich gut befreundet. Ja, die teilen sich die Lieblingsfarbe grün. Ach, fuck. Tack, 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 tack. Was für mich Elite? Also, ich meine, für mich jetzt auch absolut klar, dass der, die Mjölnir-Rüstung inspiriert wurde vom Doomguy. Also das ist, finde ich, ja, so offensichtlich. Ich, mein, ich frage mich nur, weil auch, der, auch die Doomguy-Rüstung ist, glaube ich, ich sage jetzt nicht Warhammer, weil das ist es nicht, aber von, nee, irgendwas, nee, nee, von irgendwas auch inspiriert. Halt die Augen offen. Irgendwo muss es herkommen, ja. Nee, Warhammer sieht schon ganz anders aus, das stimmt. Na, ich meine, da gibt es auch diese übertriebenen Rüstungen, so ein Krams. Mhm. Aber es ist natürlich was anderes. Und da gibt es das Pen-and-Paper-Universum ja schon so lange. Oh, jetzt müssen wir verteidigen. Ach, nee, war es nicht so, dass die Master Chief-Rüstung an ein Kampfflugzeug orientiert war? Nein, das haben die gesagt und das kann auch sein. Ne? Ja. Aber ich sehe da den Doom-Guy. Der Helm ist eindeutig Doom. Oh, da sind die Wurmlinge. Oh ja, shit. Ey, jetzt macht er hier mit seinem Schild rum. Ach komm, ey. Ich habe gerade das MG abgenommen. Nicht draufgehen, nicht draufgehen. Rücken ist frei von dem einen Typen. Ach, ich, du bist tot? Oh, ich bin okay, tot. okay, ja, ja. Kann ich denn, wenn ich da jetzt raufgehe? Oh, nee, das hat. Kommst du wieder? Nee, auch noch nicht. Okay, noch jetzt. Nicht. Ich renne weg. Das ist ein Unsichtbarer.
Ja, am Fluss sind zwei Unsichtbare. Ja, ich bin wieder da. Oh, okay. Das okay. ist immer ein Riesendrama. Hier, guck mal, da sind zwei Unsichtbare. Oh ja, ich sehe sie. Ha, guck mal, da sind zwei Unsichtbare. Ich merke ein es. Oxymoron. Jetzt gibt's mal einen Handkantenschlag! Oh. Und ich laufe. Ja. Bist du wieder da? Nee, warte noch. Ah. Ja. Okay. Ah, hier waren Unsichtbare, deswegen konntest du nicht so schnell spawnen. Ah, aber da kommst du. Ah! To the rescue. Sind die Fettos. Schön. Aber jetzt guckt euch das mal an. Hier, das hier sind diese Würmer. Man sieht sie ja nicht so gut, weil es ja einfach hässlich ist. Aber auch diese Augen, ne? Diese zwei kleinen Augen so irgendwie. Ach, ein tolles Vieh. Bisschen wie, hier, wie heißt der Regenwurm? Earthworm Jim. Earthworm Jim, stimmt. Das ist so, der findet diesen Anzug und wird zu Earthworm Jim. Ja. Ich glaube, Bravo an Noble 2. Ladung wir haben ja alles. Hoffentlich irgendwo, wo sie nicht auffällt. In der Stromversorgung des Pylon. Okay, geht weiter in die Blockierzone. Kommando, wir wissen, was die Allianz versteckt. Im Südosten des Wasserkraftwerks ist ein Tor. Verstanden. Lade euch die Sicherheitscodes hoch. Die Blockierzone. Okay. Ach, jetzt doch da lang. Oh. Das ist auch unterschiedlich. Mal gibt es einen Wegpunkt, mal nicht. Also. Das stimmt, ja. Es ist ein bisschen verwirrend. Sie. Öffne das Tor. Spätrupp Bravo, ihr betretet jetzt die Blockierzone. Verstanden. Phantom, zu nah für meinen Geschmack. Ah, shit. Alleine schon. Oh, hier vorne ist das Hologramm-Perk. Ich hol's mal. Oh, jetzt kann ich aber nicht mehr wegrennen. Wegrennen ist doch ein bisschen wichtiger als irgendwie andere Perks, finde ich. Man hat sich ja auch so dran gewöhnt in den heutigen Spielen. Ich komme mir vor als... als würde mir wirklich was fehlen. Als würde ich den Button nicht finden oder so fürs Rennen. Ja, ja. Ist schon komisch. Aber ich fand die Diskussion auch gut im Chat. Da wurde nämlich drüber gesprochen, auch ob das nicht gerade geil ist und ob sich nicht das neue Halo gerade dahin bringen sollte, dass sie es schaffen, eben das genaue Gegenstück zu bilden, wie zu den schnellen Shooter. Und ja, da müsste man das Wuchtige, glaube ich, noch ein bisschen hervorholen. Ja. Dass man verrafft, warum es langsam ist. Weil hier sieht es jetzt für den normalen User sieht's eigentlich aus wie immer. Ne? Also, ja. Die sehen jetzt nicht aus wie Panzer. Ich habe das große Problem gerade bei Halo 5 ist, das Spiel ist wunderschön, es ist super bunt, aber die Umgebung hebt sich nicht von den Gegnern ab oder andersrum. Also es vermischt alles. Okay, also was ist auch. Das ist geil. Sehr schwierig gerade. Ich war, ja. Und hier ist es halt, guck mal, du hast hier die graubraune Umgebung, also nicht negativ gemeint. Und dann hast du diese knallbunten Aliens. Ich finde, sowas fehlt mir auch. Ich brauche diese bunten Rüstungen und so. Ich fand dieses etwas darkere irgendwie gar nicht mehr so geil aus dem neuen Halo. Wo dann auch so das so digitalisiert und zusammengebaut wie diese Klötzchen und diese Nano-Dinger und alles. Ah, aber das war ja hier die Vorväterwaffen und so. Ja, ich habe das so häufig schon gesehen in Spielen. Es sieht cool aus, aber es macht mich irgendwie nicht... Nee, da hat der Doomguy dann doch die besseren Sachen. So. Zack, 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 explodier doch jetzt! Mach das doch nicht umsonst hier! Na, bei dem bringt's nichts. Ja, okay, der von allen Seiten. Ich bin in Deckung. Ja, da bin ich direkt. Oh, gib du mal die Waffe her. Oh oh. Will er nicht. Scheiße. Shit, ich bleib hier hängen. Ah, ich kann gerade nicht spawnen. Pass auf, das Auto geschützt. Ja, ja, ich. Ja, ach egal. Du, Entschuldigung, ich habe ja null Mittel. Okay. Jetzt erst raff ich's, dass du tot bist. Ah, wir sind aber eh am Ende. Wir ne? sind eh am Ende. Scheiße. Genau. Aber auch okay. Na gut, wir haben lang genug gespielt. Mann, das war nötig. Ist ein altes Spiel, aber es hat mir enorme Freude gemacht. Also mehr als so manches neue Spiel. Ich spiele zwar auch echt gerne gerade halt so, was so ne, im Multiplayer-Modus so gerade gespielt wird, Call of Duty und Co. Aber das hier ist noch mal was anderes. Wie hat's euch denn gefallen?
Ja, das ist die Nostalgie, die mir den Spaß bringt. Und das mal Koop. Es gibt zu wenig wirklich gelungene Koop-Modi, meiner Ansicht nach. Wir hatten zum Beispiel Call of Duty zum Launch gespielt. Das war ja ein Koop, das war ja nicht so besonders. Ich kann mich doch gar nicht mehr erinnern. Das war richtig draufgeklappt. Nee, du warst gar nicht dabei. Nee, siehst du, da war ich nämlich nicht dabei. Aber der zum Beispiel, der Koop ist auch nicht so gut wie das Backups-Modus. Ich habe ihn auch. Mach nicht ansatzweise Spaß. Ich habe ihn auch kein einziges Mal bisher benutzt. Ich weiß nicht. Wenn, dann spiele ich einfach immer dasselbe und werde darin besser. Okay, das war's für heute Abend. Aber wir haben vorhin beschlossen, dass wir versuchen, ohne Versprechen jetzt, dass wir die Woche noch häufiger das spielen werden, weil wir es auch jetzt schnell machen wollen. Wir werden vielleicht morgen schon, übermorgen was aufnehmen. Vielleicht läuft es dann am Donnerstag oder irgendwo dazwischen. Vielleicht läuft es auch gar nicht und es wird nur als VOD veröffentlicht. Mhm. Kann auch sein. Wir wollen auf jeden Fall noch weiterspielen. Ja, absolut. Ich hab bloß drauf. Also ich persönlich würde es auch durchspielen. Aber da muss man heute vorsichtig sein mit solchen Aussagen. In diesem Sinne hören wir jetzt kurz auf, wünschen euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit dem Moin Moin von heute und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.